Folge 128 des Biertaucher-Podcasts. Heute ist der 28. Oktober und wir sind im Lokal Zypresse. Mit freundlicher Unterstützung von Wukonik.com, der Internetagentur aus Österreich. Ja. Die, was gerade bei uns am Tisch sitzt. Ja, herrlich, unser Sponsor endlich auch mal mit dabei. Ja, also willkommen Jörg. Ja, willkommen Jörg. Und willkommen Harald. Hallo. Und auch willkommen Gregor. Und willkommen Horst. Jetzt hätten wir fast das Wichtigste vergessen. Ah ja, Proxino Linux. Fuck. Ja, also wie gesagt, zur 2-hoch-7. Folge ist ganz spontan der Jörg, der Sponsor, aufgetaucht, was uns natürlich extrem freut. Und der Harald hat uns einen Backerl mitgebracht. Aber zuerst, bevor wir in seinen Backerl reinschauen, noch schnell meine rituelle Frage. Hat einer von euch was erlebt, was er erzählen möchte? Erlebt so außer Retina-Massage nicht viel. Was kann ich berichten? Ja, ich habe mir das letzte Humble Bundle gekauft. Yay. Also nochmal, also nachdem ich schon das letzte Mal berichtet habe. Das inkludiert, du hast ich jetzt, absolut abhängig davon anscheinend. Ah. Wenn man einmal anfängt, Gregor im Konsumrausch. Nein, aber ich habe noch keine Kreditkarte. Wie hast du das dann gekauft? PayPal, okay. Ja, ist halt so. Und Harald, ich nehme an, du hast eine schöne Box mit OS Domotics Sachen. Ja, von OS Domotics gibt es neue Ideen, Projekte für den Herbst. Wenn du es nur kurz angreifen kannst. Ja, Michael Ebner hat eine Idee gehabt. Er hat lauter Brandschutzmelder in seiner Wohnung in Wien, wo es noch keine Vorschriften gibt, dass man das haben muss. Aber in Kärnten ist es ja schon Vorschrift, dass man sowas haben muss. In Niederösterreich folgt es angeblich demnächst und wahrscheinlich ist Wien auch nicht weit. Es gibt da seiner Meinung nach eine gewisse Herausforderung. Man hat in jedem Raum so eine Dose, die man hier am Tisch sieht, mit einer Batterie drin. Und irgendwann beginnt die zum Piepsen, weil die Batterie schwach wird. Und der Herr Ebner meint, das Problem an der Sache ist, der Ton ist nicht ortbar. Welcher war es jetzt? Ja? Er hätte gerne gewusst, welcher das ist. Und ich habe mich noch einmal erkundigt, ich habe gesehen, naja, es gibt ziemlich viele Brandschutzmelder zum Kaufen, die eben piepsen. Einer gewissen Norm entsprechen und piepsen. Es gibt Gott sei Dank auch welche, die haben einen Ausgang, einen Open Collector Ausgang. Da kann man was dranhängen, da kann man meistens von diesen Firmen ein Zusatzrelais kaufen und so weiter. Ne? Mhm. Da kam dann die Idee, auch von ihm, es wäre doch cool, wenn man den Brandmelder jetzt über diesen Ausgang, das mit einem OS Domotics Merkur-Board verbindet und mit einem Bewegungsmelder. Erstens einmal kann man das dann schön verbinden, wenn sich jemand im Raum bewegt, weiß ich's. Und wenn die Batterie schwach wird, kann er das Merkur-Board das messen. Bitte tausch mich. Und kann dir sagen, es war der 31er. Ne? Das Merkur-Board weiß ja, wo es hängt. Und das ist ein Wunsch. Ne? Das ist ein Projekt für den Herbst. Das zweite ist, wir sind am 16., 17., 18. in Deutschland beim Kurt Kramlich. Bekannt von Skoli Linux. Da machen wir einen Workshop, 3 Tage lang, versuchen wir zusammen daran zu arbeiten, das energieautarke Haus, wie sind die Energieflüsse in einem Haus, wie funktioniert so ein Haus und wie kann man das messen und steuern und regeln. Ja? Da kommen dann einige Leute, die sich damit beschäftigen und wir natürlich auch und versuchen das dann einfach die Ideen zu sammeln und daraus wieder das wieder einzubringen in OS Domotics. Niedrigenergiehaus mit OS Domotics verknüpfen sozusagen. Ja, OS Domotics soll eben helfen, diese Energieflüsse zu messen. Das heißt, wo er Hilfe braucht, ist bei Luftfeuchtigkeitsmessungen, bei Fensteröffnungen, Türöffnungen zu messen. Und da können wir ihm natürlich helfen. Und versuchen daher auf Open Hardware, Open Source Basis mit ihm Lösungen zu arbeiten. Was gibt es sonst noch Neues? Jetzt muss ich doch fragen, was kommt da für ein Signal dann raus eigentlich? Das sind, und was für Statik kann dieser Rauchmelder weitergeben ans Merkur-Board? Der hat einen Ausgang. Mhm. Dieser Ausgang sagt einmal, ich habe einen Alarm. Okay. Ja. Die Batteriespannung kann man abgreifen direkt an der Batterie, das ist nicht das Problem. Mhm. Und mit diesen zwei Informationen kann man schon den Rauchmelder relativ gut monitoren. Ah, okay, weil du die Aktivität abgreifen kannst dadurch und der Status, ich habe einen Alarm. Kann man auch abgreifen, weil die haben einen Ausgang. Mhm. Das nennt man eben Open Collector Ausgang, wo eben ein Transistor drauf sitzt. Der schaltet dort einfach. Okay.
Ja? Das heißt, du hast dann einen Draht raus und der geht dann gegen Ground, wenn er lang ist. Mhm. Und das Gute ist eben, die Batterie kann man selber messen, sind meistens ja 9 Volt Batterien drin. Da kann man sich die Kennlinie anschauen bei den Batterieherstellern und sagen, okay, ab diesem Punkt wird es kritisch. Und dann kriegst du vielleicht schon Batteriewarnungen, bevor es piepst, weil dann kannst du wenigstens noch eine Batterie kaufen gehen. Die Frage des technischen Dummies, braucht nicht dieses Messgerät auch eine Batterie, für den du dann irgendwie ein Steuergerät brauchst, wann ist meine Batterie aus? Ja, dieses Gerät braucht natürlich auch eine Batterie. Ja. Überwacher. Das kann es aber selber messen, das Gerät, wann die Batterie leer ist. Okay. Und hat auch Möglichkeiten, sich über Harvesting zu versorgen. Das heißt, man könnte eine Solarzelle drauf tun. Okay. Oder irgendwas anderes, was Energie produziert. Okay, also das ist... Scheitert dann nicht an so banalen Dingen. Nein, nicht dran, weil diese Merkur-Boards überwachen sich selbst, wenn die Batterie leer wird. Okay. Und können dann sagen, ja, meine Spannungsversorgung hat jetzt diesen Status. Okay. Super. Und kann natürlich zusätzlich überwachen auch den Status eines zweiten Geräts. Mhm. Was gibt es noch für Projekte für den Herbst? Ja, der neue Lichtaktor ist im Werden. Das heißt, der verträgt dann auch 220 Volt Eingänge und kann man auch als Rollladensteuerung verwenden, je nach Software. Mir fällt noch zu dieser Anwendung was ein, das gefällt mir deshalb so gut, weil ich vor kurzem bei uns in einem Club war und war genau das Problem ist genauso aufgetreten, es piepste irgendwo und 10 Kumpels haben dann aufgeregt gefragt, wo piepst es? Also es ist tatsächlich schön, wenn Produkte an echten Real-Life-Sachen umgesetzt werden und nicht jetzt so Hirngespenste sind, ich baue etwas, was niemand braucht. Also ich kenne dann schon Abnehmer hier in der Steiermark. Ja. Und dann ist natürlich die Idee da, für Produkte, die keinen Ausgang haben, kann man halt einfach die Batteriespannung überwachen und bekommt halt nicht mit über IPv6, dass jetzt dieser Brandmeld ausgelöst hat in dem Fall dann. Außer man könnte ein Mikrofon installieren und wenn die Frequenz des Tones rüberkommt von dem Lautsprecher da drin, akustisch, weitergibt die Information, wenn man sonst keinen Weg hat. Ne? Aber weil man da die Batteriespannung per IPv6 sozusagen abprüfen. Ja, das geht natürlich. Eine Spezialfrage jetzt, wenn ich eine Diskothek betreibe und da sind Brandmelder und jetzt zündeln da Leute im Klot unseren Joint anzünden und fackeln die Disco ab und jetzt piepst in der Disco was, aber da ist so laut, dann hört das ja keiner, die glauben, das ist Techno. Wenn ich da jetzt keine IPv6 oder keinen Ausgang habe an dem Brandmelder, also wenn die nur piepsen, ist das ja völlig sinnlos. Die haben auch andere Brandmelder, ja, die sind dort verkabelt. Also da gibt es dann schon eine Zentrale, wo dann irgendwas blinkt. Aber diese Zentrale hat ja keinen Sinn in einem Haushalt, den du umrüstest, vielleicht in einen Altbau auch noch, ja, wo du stemmen musst. Das kostet viel zu viel Geld. Deswegen werden das Brandmelder verbaut, die man einfach an die Decke schraubt, eine Batterie reintut, eben mit den genannten Nachteilen. Wo ist er jetzt? Wer piepst da jetzt? Ja? Und natürlich, die Situation kommt auf uns zu, irgendwann einmal, es ist Pflicht in ganz Österreich. Und jeder ärgert sich, welche Batterie ist es jetzt? Und ich stelle vor, wir haben so viele alte Leute in Wien oder in Österreich überhaupt, die können nicht auf die Leiter steigen und die Batterie tauschen. Ja? Nochmal jetzt für mich als Konsument, wird es dann geben als fertiges All-In-Package oder müsste ich dann zum Lötkolben greifen und mir selbst die Finger verbrennen? Es gibt meistens zwei Varianten, die fix-fertige Variante. Okay. Und einen Bausatz. Okay. Ja. Alles auf eurer... Auf unserer Homepage, osdomotics.com. Okay. Diese Idee wurde ja vor 2 Wochen vom Ebner Michael bekannt gegeben, dass er sich das sehr wünscht. Ja, der möchte ein bisschen mittun an dem Projekt. Mhm. Und wir schauen eben, dass es jetzt auch zustande kommt. Mhm. Suchen natürlich Sponsoren, die uns da weiterhelfen, mit Geldspenden und sonstigen Dingen. Und ja, ihr werdet zum Laufenden gehalten. Sehr schön, dann gebe ich die Frage weiter an Jörg. Seit dem letzten Interview, was vor circa einem Jahr war, hast du irgendwas erlebt, was du erzählen möchtest? Ich habe was erlebt und ich werde was erleben. Ja, dann was willst du erleben? Was werde ich erleben? Was führt dich sozusagen nach Wien? Genau. Erstens wollte ich mir mal anschauen, wohin meine Sponsorengelder fließen. Ja. Das macht man dann immer wieder, solche Stichprobenkontrollen. Ja. Und ich sehe, das Geld ist hier bestens aufgehoben. Im Ernst? Erstens wollte ich die Gelegenheit im Shop packen und hier vorbeischauen und morgen und die kommenden drei Tage überhaupt bin ich beim Pioneers Festival. Da warst du ja schon letztes Jahr in Wien. Genau, und am Samstag hänge ich noch diese TEDx-Konferenz dazu, diese inoffizielle TED-Konferenz,
zu Open Ideas und wie auch immer. Aber vielleicht erzähle ich kurz. Technologie, Entertainment, Design. Danke, dass und du wir bist. Wir müssen jetzt sagen, im Vorfeld haben wir das besprochen, was den Jörg herführt. Und wir drei Wiener, also Gregor, Harald und ich, haben alle drei sehr blöd geschaut, dass der Jörg aus der Steiermark herkommt und uns erklärt, was in Wien alles abgeht. Ja. Und wir eigentlich auch selber gern hingehen würden und so, aber irgendwie nicht netzaffin genug sind, um das zu wissen. Nein, ich war schon letztes Jahr hier, drum führt mich jetzt der Weg wieder her. Die Pioneers-Konferenz in wenigen Worten beschrieben ist ein, sage ich, Weltklasse-Format in Wien, wo Start-up-Unternehmern treffen auf Investoren und auf Personen oder Gründerinnen, die schon geschafft haben. Letztes Jahr war sehr interessant, der Erfinder und Gründer von WordPress war da, ein Marketingmensch von Angry Birds, der sehr finnisch abgehoben mit dem finnischen Humor und Angry Birds Maske uns erklärt hat, wie Marketing funktioniert, war auch sehr lustig, bis zu wirklich auch dem Siri-Erfinder letztes Jahr, mit dem man noch ein Bier trinken konnte. Und das war letztes Jahr so ein super Spirit, dass ich mir gedacht habe, ich muss heuer wieder hierher fahren. Ich habe mir ganz kurz hier ausgedruckt, weil ich mich schlecht vorbereitet, ein paar Namen, die heuer so sind, nur ein paar bisschen Name-Dropping für die Nerds. So Menschen wie ein Chris Barton, der bei Shazam beteiligt ist, dieser Musikerkennungsdienst, jemand von Kickstarter, ein Co-Founder, Pebble, die Uhr, dann wieder der Siri-Erfinder, dem scheinbar das Bier hier sehr gut schmeckt, einen anderen Grund, bis zu Leuten, die bei Evernote sind, bei Script und auch Investoren, ja, von Y Combinator und Sequoia Capital, die, glaube ich, immer bei Apple wieder so Milliarden. Den Fotos nachzuschauen, sind die alle gerade frisch geschlüpft aus der Uni? Oder die sind alle wunderschön. In der Startup-Szene sind immer ganz schöne Menschen. Oder sie haben, so, sie haben irgendwie gute vorteilhafte Fotos. Jahrelange Social Media. Einfach das Matura-Foto gepostet. Raspberry Pi lese ich hier gerade. Aber das Schöne ist, dass die Menschen extrem auf Augenhöhe, mit denen kann man kommunizieren. Man braucht einfach, wenn man eine schlaue Frage hat, eine halbwegs schlaue, kann man zu denen hingehen, mit denen quatschen und kriegt interessante Antworten zurück. Also letztes Jahr habe ich mit jemandem gesprochen, der bei Dropbox im Marketing war, habe mir von dem ein paar Buchtipps geben lassen und für mich ist das einfach schon einmal Big Win. Erstens, ja, ich so wie ein Groupie, ja, ein Nerd-Groupie, ich habe mit jemandem Bekannten gesprochen und zweitens war ein nettes Gespräch und man trinkt dann ein Bier und einfach interessante, die Kombination und unbedingt für jeden Österreicher oder wie auch immer und auch vor allem für alle Wiener und Wienerinnen, sich das anzuschauen. Es gibt natürlich auch, glaube ich, ermäßigte Studententickets und andere Zugänge, aber es ist eine Weltklasse-Geschichte, wo man nicht wirklich um den halben Erdball... War das auf jeden Fall eine Reise wert jetzt nach Wien? Extrem eine Reise wert, erstens den Biertaucher-Podcast zu besuchen. Und zweitens auch, weil, also wie schon eh auch im Vorgespräch kurz geteilt, meine Begeisterung, wir leben im Jahr 2013, auch wenn man in Österreich nicht immer den Eindruck hat, dass das Internet und Technologien sich hier schon verbreitet haben, dort bekommt man quasi mal einen Reality-Check, dass einfach wirklich weltweit Menschen an Dingen bauen, forschen. Und vor allem auch, dass jeder eine Chance hat. Das ist jetzt, das heißt, dort auch diesen Global Village Effekt. Auch wenn ich jetzt aus Graz bin, kann ich sozusagen selber mein Startup gründen oder zumindest mit den Startup Gründern reden und irgendwie beteiligen oder genau, so. Genau. Es fragt nicht, ja nicht in Kalifornien wohnen. Es fragt eigentlich niemand, das wäre immer bedenklich, wo kommst du her, sondern es fragt dich jeder, was sind deine Ideen oder es ist alles sehr, sehr positiv. Natürlich ein bisschen amerikanisch angehaucht. Man weiß ja nie, die sind immer überpositiv und enthusiastisch, aber trotzdem, uns Europäern tut es nicht schlecht, weil wir sind immer so engineergetrieben und tüfteln bis ins Letzte, bis wir was rausgeben, nur meistens ist es dann zu spät, weil schlaue Amis das Ganze schon gegoogelt haben und längst ein Startup gegründet haben. Nein, im Ernst, die sind einfach wirklich nette Menschen, junge Menschen, wo man wirklich tagsüber sich fachlich fortbilden kann und am Abend gibt es durchaus Partys und wirklich Networking. Sehr blöde Frage jetzt, die Kommunikation läuft auf Englisch dann dort, auch wenn das in Wien ist. Yes. Aber es rennen da so Dolmetscher rum in so Hörkabinen? Nein, aber wie gesagt, nachdem er... Ist das eine Voraussetzung, dass du auf Englisch kommunizieren kannst, wenn du dort... Es ist von Vorteil, und nachdem ja alle Europäer gleich schlecht Englisch können, auf unterschiedlichen Niveaus, vom Italiener bis zum Spanier, es ist jeder... Man kommt durch, man mit Händen und Füßen... Und aber das ist das Wenigste. Aber es ist einfach der Spirit.
Und für Österreich, ich besuche immer wieder so Konferenzen im Technologiebereich, Barcamp-Bereich und sonst wie. Es ist natürlich ein bisschen kommerzialisiert, weil die Veranstalter auch wollen, dass da Investoren auf Startups treffen und sonst wie. Aber es ist jetzt nicht wirklich so schlimm, dass man sagt, meine Güte, das ist jetzt eine Kaffeefahrt oder wo irgendwas ganz furchtbar ist. Es ist wirklich gut gemacht. Du hast im Vorfeld erwähnt, da laufen auch wirklich Investoren rum mit Koffern voller Geld und geben dir dann... Die Koffer voller Geld, die haben sich, glaube ich, irgendwie versteckt. Aber es sind da durchaus Menschen dort, die ganz sicher Kaliber sind, die einfach, wenn sie eine Idee sehen und riechen, ja, das enorm pushen können. Also diese Business Angels. Business Angels und wie auch immer. Und ich sage es nur, mit einer guten Idee kann man dort sicher mehrere Stufen vorauskommen. Und das, wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Hintergrund. Mir geht es darum, einfach das Hirn zu lüften, auf gut steirisch, um ein bisschen den Kleingeist in Österreich ein bisschen hinten wegzulassen. Aber nach zwei... Das Vortragsline-Up macht schon Lust, muss ich sagen. Weil das sind Leute von Softwarefirmen, die einem eigentlich umgibt. Oder Leute, die Handy-Apps intensiver nutzen oder Software nutzen. Zum Beispiel der Evernote würde mich interessieren. Ich meine, Evernote ist ein typisches Produkt, das ich mir am Anfang angeschaut habe und gedacht, ach ja, schön, aber overengineert. Mittlerweile haue ich alles rein. Jetzt bist du jetzt mit Evernote? Jetzt habe ich diesen Web. Was ist das? Ich meine, Evernote ist ein webbasiertes und appbasiertes Notizzettelsystem. Ja? Und das hakt sich so fies ein, weil das hat dann gewisse Erweiterungen, wie zum Beispiel den Webkeeper. Da kannst du zum Beispiel gewisse Webseiten Bilder ausschneiden oder die gesamte Webseite und auch in deinen archivieren beispielsweise. Und es gibt dann noch eine andere Sache, das ist so mein Guilty Pleasure, was ich auch von Evernote benutze, das ist eine Essensdokumentations-App. Da kannst du deine Rezepte, das nennt sich Evernote Food. Bist du jetzt Foodblogger? Ich bin ja ein verkappter Foodblogger, also ein Verhinderter. Ich habe schon einmal einen Versuch gestartet. Mit meiner Familie irgendwie so gestartet, einen Foodblog. Es hat jeder auch eifrig geschrieben, außer mir. Ich war zu faul zum Schreiben. Moment, du kontrollierst deine Familie online-mäßig, was sie essen? Nein. Das ist ganz anders. Also nur ein gemeinsames Blog, wo man halt schreibt Rezepte, die man ausprobiert oder so. Genau. So das Family und ich selber bin durchaus auch ein Food-Fotograf. Also hin und wieder so schöne Essen oder so fotografiere ich auch und bin dann dankbar im Nachhinein, dass ich das dann da ein System hat, wo sich das einsortiert. Hast du deine Schnitzelsemmel mit Ketchup? Nein, noch nicht. Aber es gäbe zum Beispiel bei Evernote die Möglichkeit, das zu exportieren auf die Weise, dass du gleich eine fertige quasi Webseite hast, wo du das anschauen kannst. Mit RSS-Feed. Könntest du machen. Und ich bin mir sicher, es gibt schon mittlerweile WordPress-Plugins, wo du es reinflanschen kannst und so deine Essens... Meine Diätzünden.com. Ja, aber es ist auch praktisch der Dokumentation von Rezepten oder so. Aber ich meine, das ist nur ein Teil. So prinzipiell ist es gut. Also ich bin in letzter Zeit, ich habe einerseits Pocket am Start gehabt, das ist um Webseiten offline verfügbar zu machen, damit du unterwegs lesen kannst, und Evernote. Und das geht eigentlich um diesen Urtrieb, irgendwie so das Web einzusammeln. Alles, was ich lese, vergesse ich sofort. Mein Gehirn ist so wie ein Sieb irgendwie. Und ich habe irgendwie das Bedürfnis, ich gebe es in ein Töpfchen rein und dann halte ich es mir auf und einen Monat später schaue ich drauf und habe meine nützlichen Listen und arbeite was ab oder lese was auf. Ich meine, bei Pocket ist es ein bisschen... ganz neidisch, Frage, hast du jemals diesen Zeitpunkt erlebt, wo du dann einen Monat später deine... ist eine gute Frage. Das ist die Frage des Wissensmanagements, wo man denkt, man speichert das ganze Unternehmenswissen ab und es schaut dann nie mehr jemand in das Unternehmenswiki hinein. Ich bin derzeit so weit, dass wenn ich was Tolles lese, schreibe ich mir selber eine E-Mail mit dem Link. Weil meine E-Mails schaue ich wenigstens täglich an und sortiere sie ab und zu. Also ich kann sagen, die eingesammelten Webseiten ist eher ein Friedhof von Sachen, die ich dann nicht mehr lese. Mhm. Was aber funktioniert, ist Listen, die ich angelegt habe, wie Filme zu see, Bücher to read und solche Sachen, und die schreibe ich einfach Punkt für Punkt drauf, auch vielleicht mit Links. Und was ich abgeledigt habe, das streiche ich durch. Also so mit dieser du organisierst deine Freizeitvergnügungen sozusagen im Voraus. Ja, das und Fachliteratur, die ich lesen möchte. Und also so To-Read-Listen. Ich habe da einen anderen Ansatz, ich schicke mir E-Mails in die Zukunft und sage, dieses Buch sollte ich noch lesen. Es gibt also für Gmail eine Erweiterung, die heißt Boomerang. Die ist ganz nett, wo man E-Mails in der Zukunft verschicken kann. Du kannst das Senddatum herauszögern. Genau, das ist sehr interessant, um Kunden zu verblüffen, warum man um Mitternacht noch wach ist. Wir arbeiten Tag und Nacht. Der Freundin zu irgendwelchen Uhrzeiten zu irgendwas zu gratulieren.
oder zu sagen, diesen Film habe ich den schon angeschaut oder habe ich schon die Wohnung aufgeräumt oder das und das gemacht. Geht das so weit, dass du damit auch ein Polizei-gerichtsvalides Alibi machen kannst? Also ich, Herr Inspektor, ich habe diesen Mord nicht begehen können, weil ich, Sie sehen, das Senddatum meiner E-Mail, ich habe da gerade eine E-Mail an. Das verrate ich in meinem das verrate ich dann in meinem Buch dann Dämon 2, okay. The Story Continues, wie man mit Gmail schnell schreiben, nicht, dass der Suhrest da schon inzwischen Multibeziehungsmanagement für fortgeschritten hat. Aber jetzt sind wir kurz abgedriftet. Okay. Bionis Festival, berichtenswert und ist spannend und zur TEDx-Konferenz kann ich überhaupt nichts sagen, da war ich noch nie. Aber das ist jetzt dein zweites Pioneers das Festival, zweites wo Pioneers. Du als Zahnkunde sozusagen hingehst. Und du hast jetzt keine konkrete Business, also du hast jetzt nicht zu viel Geld und möchtest unbedingt in ein Startup investieren und du möchtest auch nicht jetzt Werbung machen für dein eigenes Startup, du möchtest einfach nur die Leute dort treffen und die Ideen sehen und checken, was in der Branche los ist. Beziehungsweise sage ich auch ganz offen, was ich mir vorstellen kann, Geld investieren ist eigentlich nicht so das Schlaueste, sondern was ich mir schon vorstellen kann, dass man Know-how investiert. Wenn man 15 Jahre Know-how im Bereich Internet, Online-Marketing hat, gibt es sicher da und dort den einen oder anderen Tipp, den man Startups geben kann. Ohne du vielleicht an Kunden... Ja, wie auch immer. Es geht jetzt nicht darum, den großen Deal abzuschließen, aber vielleicht ergibt sich was und früher oder später sind die Leute erinnern sich an jemanden. Du markierst dein Revier ein bisschen. Nein, man sammelt Know-how und gibt es weiter. Also das ist ja irgendwie bis jetzt die Strategie, die sich immer bezahlt gemacht hat. Nachdem wir beide ja Psychologie studiert haben, wissen wir, das Gesetz der Reziprozität. Für Insider, wir haben beide nicht abgeschlossen. Ja. Schlau, ja. Ein Buch auch, ein Buchtipp, Robert Cardini, den englischen-deutschen Titel merke ich mir nie, der hat so sechs Prinzipien der Beeinflussung. Ein Prinzip ist das Prinzip der Reziprozität. Ich mache jemandem einen Gefallen und kann dann jahrelang später noch diesen Gefallen einlösen. Ein ganz einfaches Beispiel, das wir alle kennen, ist, in einem China-Restaurant bekommt man oft am Ende, wenn es zum Zahlen geht, einen Pflaumenschnaps oder sowas ähnliches. Und wenn der Kellner diesen Pflaumenschnaps dir anbietet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein höheres Trinkgeld gibst, um 10% höher. Wenn es, glaube ich, zwei Pflaumenschnaps sind, sind es 22%. Aber du kannst natürlich auch jemand einen Online-Marketing-Tipp geben, der quasi sein Unternehmen enorm nach oben bringt. Du kannst jemandem auch beim Siedeln helfen oder andere gute Dinge geben. Pass forward, es wird bei manchen Menschen oder meisten Menschen, die sozial nicht gestört sind, gespeichert. Scheinbar wird es erklärt so aus der Steinzeit, der hat mir geholfen, mir. So, ich fasse zusammen, du bist einfach strategisch nicht. Ja, ich meine, wenn man nachdem viele Jahre Psychologie studiert hat, soll ein bisschen was haften bleiben. Ich mache das aber nicht mit einer bösen Absicht, wenn du mich kennst. Nein. Ich habe schon einen Plan auch dahinter. Also. Sag mal so, du bist absichtlich nett. Ich bin absichtlich nett und es ist immer voll. Es kommt immer wieder zurück. Bist gut damit gefahren. Es kommt nie schlecht an. Ich bin auch nie durchdacht, dass mir jemand sagt, dem Horst zahle ich jetzt ein Bier und dann kriege ich das zurück, sondern. Ja. So ist das. Um jetzt dem Jörg seine Ehre zu retten, der Jörg hat mir schon Bier gezahlt, wie wir beide noch wirklich auf der Nudelsuppe dahergeschwommen sind. Und genau. Unsere größte technische Herausforderung war das nächste Mensa-Fest. Time to pay back, warst du? Payback time. Nein, okay. Passt schon. Und zu TEDx möchtest du nochmal was sagen? Das ist jetzt dein erstes TEDx, was du besuchst. Genau, da hat mir noch ein Kollege aus Graz wieder den Tipp gegeben, dass das stattfindet. Ihr wusstet ja auch scheinbar hier noch nicht so wirklich davon. Ihr habt es am Radar gehabt. Im Volkstheater findet es statt. Angeblich ausverkauft, aber über die Volkstheater-Webseite, das ist scheinbar in einem anderen Rechnungskreis als die offizielle Webseite, gibt es da noch Restkarten. Und das sind dann wirklich auch wieder ganz, sage ich, unnerdige Themen, wie das Thema heißt Unlimited, wo sind die Grenzen der Wissenschaft und Grenzen von Leuten, die irgendwie eine Alternative, glaube ich, zu Plastik gefunden haben. Und ich habe mich ganz wenig mit dem beschäftigt. Also für Leute, die jetzt noch nie mit TED zu tun gehabt haben, das ist eine sehr empfehlenswerte Homepage, TED.com für Technologie, Entertainment, Design. Und da gibt es immer so Menschheitsbeglückungs- und Weltverbesserungsvideos von Leuten, die irrsinnig optimistisch und cool und überzeugt sind von sich selbst und von allem. Also wie Biertaucher.
bisschen besser, würde ich sagen, ja, mit tollem Video-Rating-System. Und dieses TED-System wurde sozusagen lizenziert auf TEDx. Ja. Das heißt, jeder, der will, kann jetzt eigentlich ein eigenes, unabhängiges TEDx machen. Die einzige Bedingung ist nur, man muss nachher die Videos, die dort passieren, auch der TED-Ideologie mäßig nachher online stellen und frei zur Verfügung machen, was die TED-Veranstalter aber nicht daran hindert, relativ heftige Eintrittspreise zu verlangen, wenn du dabei sein willst. Ja. Aber dafür siehst du halt bei uns zum Beispiel die Künstlergruppe Monochrom war sehr stark bei den letzten TEDx Jena immer. Und du siehst halt sehr innovative, sehr coole Leute, die dort Vorträge halten und kannst dann auch wie bei dem Fire News Festival nämlich an mit denen herumtun. Da kann man gleich auch die TED-App erwähnen, die es ja auch gibt, wo man sich die Videos anschauen kann. Genau, ja, und raten. Und ich muss sagen, meine einzige TED-Erfahrung derzeit ist voll peinlich. Ich war beim Public Viewing, also wo man sich trifft, um gemeinsam auf den TED-Bildschirm zu starren und dabei Brötchen zu essen. Das war irgendwo in einem hippen Innenlokal im 6. Bezirk, so Mariahilfer Straßennähe. So. Aber very geeky, weil statt jetzt Fußball übertragen und die keine interessieren. Ja, und ich habe dann auch voll coole Gespräche geführt und sogar eine Visitenkarte irgendwo in eine Schale mit Chips gelegt, aber ich muss sagen, irgendwie habe ich derzeit keine Real-Life-Time gehabt. Aber voll cool, dass du das machst und dass du extra herkommst. Ja, also soll auch niemanden abhalten, sich ständig vorzubilden. Freuen Sie sich schon auf den einen der nächsten Biertauchern, wo ich den Jörg dann Länge mal Breite ausquetschen werde, wie der TEDx war. TEDx Vietnam. Okay, falls mich irgendjemand fragt, was ich erlebt habe, ich habe einen Film angeschaut. Allerdings, ich kann noch einschieben. Bitte. Apropos, wenn ich gerade fortbreche, weil ich habe es nicht in die Themen reingeschrieben und ich hätte beinahe voll drauf vergessen, dabei war das ein ganzer Abend. Ich war bei den Big Brother Awards. Hey! Hallo! Im Rabenhof Theater, genau. Veranstaltet von der Quintessenz, kennt man das im Museumsquartier. Und das zahlt sich aus, dort live hinzugehen. Ja, definitiv. Ja, also das waren meine ersten Big Brother Awards. Mhm. Und ich war auch komplett unorganisiert. Irgendwie bekannte Freundin hat irgendwie Karten gehabt und ich bin hingelatscht und irgendwie so, ja, ist doch freier Eintritt. Haben sie gesagt, na, das ist halt... Nein, man zahlt nicht, aber die Sitzplätze sind begrenzt und wegen Brandschutzbestimmungen ist es dann halt, das ist halt wirklich ausgebucht. Und das Rabenhof-Theater war voll. Diesmal wurde es nämlich auch übertragen in irgendeinem Wiener Kabelsender oder so. Und es war besonders sehr viel, also es war wirklich bummvoll, die Hütte war voll, bis auf den letzten Platz. Ja, bei einer der letzten und das war auch bummvoll und sehr, sehr gute Stimmung. Also War eine gute Stimmung, moderiert von Gerald Wotowar und der Miriam Ungar, die ich ja beide sehr gern habe irgendwie. Mhm. Und es ist halt wirklich wie eine Oscar-Verleihung aufgebaut, dass du verschiedene Kategorien hast, irgendwie so Wirtschaft oder öffentliche, also Government und solche Sachen. Und dazwischen gab es auch Showeinlagen, in der Kriegelstein war dort und haben die Nummern gespielt und so. Und naja, ich spoilere nicht sehr viel, die NSE hat fast alles abgeräumt. Das wundert mich aber. Wieder mal nichts an Österreich gegangen. Wer ist die NSE? Ja, genau. Wer war das noch schnell? Ja, also NSE hat fast alles abgeräumt. In einer Kategorie hat die österreichische Bundesregierung als Gesamtes abgeräumt. Das hat das auch schon nochmal. Und dann hat noch... ich weiß nicht, alle kriege ich nicht mehr auf die Reihe, aber auf jeden Fall hat auch Microsoft einen Preis gewonnen für ihre Patente, also dass sie zuerst die Xbox rausbringen wollten, dass die Kinect, diese Kamera, die sie dazu ausliefern, immer angeschalten ist und dich beobachtet. Und zweitens, das war noch dazu, dass sie Patente angemeldet haben, dass diese Kamera überprüfen kann, ob der Zusehende lizenzberechtigt ist für den Content, den er gerade anschaut. Was ja bizarr ist, dass man sowas anmeldet. Aber es funktioniert anscheinend und wurde nominiert. Aber wann war das jetzt nochmal? Weil irgendwie in meiner Wahrnehmung ist es an mir spurlos Cookie-less vorbeigegangen. Solche Sachen wären ja spannend, wenn die wirklich jetzt auch im Mainstream, Mainstream-Medien finden. Ich habe eine Einladung gekriegt von denen. Ja. Ich habe keine Zeit gehabt, hinzugehen. Aber in den Mainstream-Medien hat das Ganze natürlich noch nicht den... Es wird schon im ORF erwähnt, meistens nachher dann, nicht rechtzeitig, dass du noch hingehst. So ein bisschen größer, also zumindest auf E1 hat auf jeden Fall... Aber sie haben eine lange Tradition, die Big Brother Awards, speziell in Österreich. Unbestritten. Das Spannende ist halt immer, dass dann bei den Endkonsumenten, die vom Computer sitzen und das bedienen, meine Eltern zum Beispiel, die seit kurzem Computerneulinge sind, die haben wenig Ahnung. Du hast deine Eltern ins Internet gebracht? Ja, nach vielen Jahren. Es äußert sich daran, dass ich dann so Facebook-Meldungen bekomme, meiner Mama gefällt irgendein Schuh auf Zalando. Ich glaube, sie klickt da oft auf Buttons und ohne zu wissen, was sie tut. Die nächste Maßnahme, liebe Mama, wenn du das jemals hörst,
Ich werde dir das Facebook abdrehen, weil beziehungsweise deine Privacy-Einstellungen, weil da merkt man wirklich, und jetzt spreche ich auch wieder einfach so frisch von der Leber, spannend ist wirklich, wenn Menschen sich auf Facebook anmelden und nicht wissen, wenn sie im Web herumsurfen, was sie dann für Spuren hinterlassen. Mhm. Führt mich zu einem kleinen Thema, der für einen Skandal in der SEO-Szene geführt hat, der auch mit Privacy zu tun hat. Seit ganz kurzem liefert Google keine Statistikdaten mehr aus zu Schlüsselwörtern. Jeder, der eine Webseite hat und damit seine Zugriffe überwacht, konnte bis vor kurzem sehen, über welche Suchbegriffe Menschen kommen. Das heißt ja bei Google Analytics. Genau, das gibt es seit kurzem nicht mehr und das nennt man in der SEO-Branche das Not-Provided-Problem, das jetzt auch hier Einzug findet. Sprich, nur mehr wenn ich bei Google viel Geld ausgebe und bei AdWords Anzeigen schalte, sehe ich die Schlüsselwörter. Der normale Webmaster, der gemeine Webmaster, sieht diese Schlüsselwörter nicht mehr. Offizielle Argumentation von Google ist, wir möchten die Privacy unserer Nutzer schützen. Inoffizielle Geschichte ist, ich weiß jetzt nicht, ob das technisch valide ist, sonst möge man in den Kommentaren einen kleinen Aufruhr starten, dass wenn auf Webseiten der Google Analytics Code drinnen ist und der Facebook Code, dass auch Facebook Möglichkeiten hat, die Referrer-Daten auszulesen und weiß, diese Menschen waren auf der Website über diese Suchbegriffe und dass auch Facebook an wertvollste demografische Marketingdaten kommt. Sprich, wenn ich jetzt einen Shop zum Thema Golfschläger in Wien habe, sieht, bisher sah nur Google diese Webseite und das Golfschläger in Wien das Hauptkeyword war und konnte auch bewerten, so viel wird gezahlt dafür. Jetzt, Facebook hat scheinbar auch durch dieses Plugin, durch diese Social Plugins Zugriff auf diese Daten und seit ganz kurzem gibt es diese Daten nicht mehr mit einem großen Aufschrei in der SEO, sprich Suchmaschinenoptimierungsszene, weil du jetzt nicht mehr weißt, wie kam ein Besucher zu mir. Google sagt, wir müssen das verschlüsseln, wir müssen jeden Besucher über unsere HTTPS verschlüsselte, also gesicherte Verbindung in den USA leiten und zur Sicherheit schmeißen wir die Referrer-Daten, also diese Suchbegriffe weg. Man könnte ja sagen, wenn ein Webmaster seine Webseite auch verschlüsselt anbietet, könnte man das durchreichen. Google ist verschlüsselt, der Webmaster ist verschlüsselt. Genau, das ist eigentlich. Aber nein, Google enthält sich hier den diesen Geschichten. Aber so viel zum Thema Privacy und man merkt, es ist ein Riesenbusiness und es wird auch viel Kohle mit unserer Privatsphäre gemacht und Google ist da ganz dick im Geschäft. Mhm. Ja. Aber so viel zum Dings, zum Thema Facebook, meine Mama, die drauf klickt, ohne zu wissen. Und das, was, man sieht ja, was für Kreise das zieht. Es zieht Kreise und auch selbst ich lerne. In verschiedensten Bereichen oder so. Also ein Bereich zum Beispiel war auch ein nominierter, als Thema dieser intelligente Stromzähler, der immer wieder diskutiert wird. Sehr kontroversiell, das Smart Meter, ja. Es ist halt immer schwierig, wenn man neue Technologien einführt hier, wie kann man vertrauensvoll das einführen und da wird halt an oberster Ebene, ich meine zumindest, das wird natürlich sehr gefärbt erzählt, aber wurde auf jeden Fall gepatzt anscheinend. Und was interessant war, es gab dann noch eine Live-Schaltung nach Graz, da gab es dann auch, ja genau, und da gab es dann auch einen, die Hauptstadt Österreich. Ja genau, da haben sie auch ein Ergebnis durchgesagt und da war dann eingeladen der Programmierer von CryptoCat. Und das fand ich sehr interessant, weil CryptoCat war oder ist ein Chat-Client, der sich auf die Fahnen schreibt, verschlüsselt zu sein und sicher zu sein. Und aber vor ein paar Monaten rausgekommen ist, dass der halt sehr leicht die Verschlüsselung zu umgehen war und aufzudecken war. Und der Vorwurf war jetzt nicht, es kann natürlich immer passieren, dass Kryptographie fehlerhaft ist. Aber die Methodik, die dieser Programmierer an den Start gebracht hat, war halt die Kryptographie von Grund auf selbst neu zu programmieren und nicht auf bewährte Bibliotheken zu setzen. Das hat man im Vorwurf gemacht. Aber ich meine, er macht weiter und war jetzt auch ein sympathischer Typ. Aber ich fand es halt nur in dem Zusammenhang, ihn gerade bei den Big Brother Awards jetzt eingeladen zu sehen, fand ich interessant. Ja, damit ist das Essen angekommen und wir sind endlich mit der rituellen Frage fertig. Und jetzt, liebe Hörer, beginnt der Podcast, da der Harald bald wieder geht, weil sein Bier ist schon aus. Harald, möchtest du noch was Dringendes sagen? Ja, ich möchte noch was sagen. Und zwar, wir haben gerade über Kryptographie gesprochen und wir haben auch ein weiteres Projekt, was wir jetzt beginnen.
Das ist kryptografische Verschlüsselung des Smart Home Systems. Dadurch, dass ja alle Sensoren, Aktoren und solche Dinge über IPv6 reden, momentan unverschlüsselt, möchten vielleicht manche Menschen ihre Sensoren auch verschlüsseln. Ja? Mhm. Dazu machen wir zwei Implementierungen. Einmal DTLS, also TLS kennt man ja, Transport Layer Security. Früher hieß es ja SSL, wurde von Netscape entwickelt, proprietär mal. Und dann die Abversion 3.1 wurde der IETF herangezogen und es wurde ein RFC und seither ist TLS. Ja. TLS kann man allerdings... Was gesprochen wird, wenn man HTTPS im Browser eingibt. Zum Beispiel, ja. Mhm. Und das funktioniert aber nur mit TCP. Und da wir ja mit über 6LoWPAN reden, die schon mehrmals im Podcast gehört haben, wissen das, reden wir über UDP. Und da TLS über UDP nicht funktioniert, gibt es da DTLS. Ja. Für die Interessierten, der Unterschied ist das, dass eben TCP eine gesicherte Dreiwegverbindung ist. Da gibt es immer, ist das Paket durchgekommen, ja oder nein. Ja. Das gibt es bei UDP nicht. Und damit man dann nichts verliert, brauchst du eine Paketvorwärtsnummerierung. Die ist bei DTLS einfach hinzugekommen. Dadurch kann man auch überprüfen, ob das Stream noch passt. Ja. Wie funktioniert das Implementations? Gibt es eine fertige Library? Oder? Ja genau, jetzt habe ich die Herausforderung, dass die Funknoten ja mit 8-Bit-Mikroprozessoren, zumindest wir bei Open OS Domotics verwenden 8-Bit-Mikrocontroller dazu, die ja nicht sehr viele Ressourcen haben und nicht sehr viel Platz haben. Dazu gibt es eben die Tiny DTLS-Lib. Die kann man sowohl unter Linux als auch unter Mikrocontroller programmieren. Gibt es auch eine Version für ContiKiOS, das ist das Betriebssystem, was wir in den Funknoten verwenden. Das ist die eine Methode, das heißt, wir können dann auf der, auf einer höheren Ebene eben verschlüsseln. Auf der, was lässt die Netzwerk gegenüber der normalen TTLS? Also die ich glaube, die Anzahl der offenen Verbindungen ist begrenzt. Okay, ja. Genau, da sparen sie also. Da sparen sie. Du hast ja halt wenig Buffer und Ressourcen. Ne? Die zweite Möglichkeit, die wir einbauen, ist über IPv6 Security. Das heißt, IPv6 hat ja von Haus aus Security eingebaut, was IPv4 nicht hat. Mhm. Das heißt, dort gibt es ja die Next-Header-Optionen, die es bei IPv4 nicht gibt, gibt es bei IPv6 schon. Das wurde ja parallel entwickelt zu IPv6. Und da gibt es eben die Authentication-Header und die ESP, die Encapsulate-Secure-Header. Ja, ja. Das, so nicht. Das eine ist, bist du authentisch, bist du das du hast, ja? Oder gaukelst du das nur vor mit einem Private Key? Das Problem ist ja, ich bekomme einen privaten Key. Ist er das jetzt vom Horst oder spiegelt mir einer vor, das war der Horst? Ja? Das ist dort das Problem. Ja? Bei Secret Key habe ich das Problem, wie kriege ich jetzt meinen Key zu ihm rüber? Ja? Das sind immer diese Probleme. Ne? Hat dann, es geht immer, wenn man das aber hat, schon wieder ein Problem wie Otto der Film. Hier sind wieder meine drei Probleme. Ne? Das ist der Anfang. Anfang des Gesprächs immer das Schwierigste. Also ja. Fast ähnlich wie im Sozialen. Mhm. Und wir bieten, sagen wir so, es gibt dann eben eine zweite Möglichkeit, über IPv6 Security zu kommunizieren. Und da verschlüsselt man dann eben schon auf Netzwerkebene. Das heißt, da kann man dann jegliches Protokoll damit verschlüsseln. Weil drunter einfach schon alles. Weil das schon die IP-Verschlüsselung ist. Ja. Das nimmt man dann für, wenn man mehr Energie am. Also wenn Energie keine Relevanz hat, oder? Habe ich das richtig verstanden? Naja, wenn du nur Coop verwendest, das Application-Protokoll, ja, dann reicht DTLS, weil wir das DTLS im Coop einbauen. Ja. Und auf der Gegenseite verwenden wir ja gerne die Libcoop unter Unix. Und du kannst auch die Tiny DTLS-Lib kompilieren für die Libcoop. Das passt zusammen, ist die gleiche Lib. Ah. Und dadurch ist es aus einem Guss sozusagen und funktioniert gut. Und ist ausreichend. Ja. Einmal für Messdaten und so weiter. Na, wenn du aber weitere Dienste implementierst in deinen Funknoten, keine Ahnung was, es gibt ja genug andere Applikationen, von Chat über irgendwas, ja. Du kannst auch mit Funknoten chatten, wenn du möchtest. Und man will dir vielleicht verschlüsseln, dann ist vielleicht, wenn du nicht weißt, was du jemals damit magst, IP-Security zu verwenden. Ja. Da kannst du jegliche Dinge verschlüsseln. Und IPv6-Security hat auch meistens eine höhere Sicherheitsstandard, ja. Prinzipiell einmal. Ja. Mhm. Wenn du bei DTLS beginnst, musst du es schon so einstellen, dass du eine hohe Sicherheit hast. Von Haus aus hast du dort eine mittlere Sicherheit. Ein bisschen mehr zu mitdenken und eher auf einen speziellen Anwendungsfall hingeschnitten. Genau, dafür war einfacher zum Bedienen. Ne? Mhm. Ja, so einmal. Und dazu bringen wir ein Starter-Kit heraus. Mit einem Stick, den eh schon die Leute kennen, und zwei Funkmodulen zu einem Preis.
zu einem günstigeren Preis, damit auch die Leute mitentwickeln können, mitprobieren können und sich ihre eigenen Dinge realisieren können. Und das ist natürlich das ist der Vorteil natürlich, das ist ein offene Lipstick, da kann man anstellen, was man möchte, man kann das sich selber anschauen oder man kann sich auch irgendwie die Knoten dazuhängen und damit anstellen. Genau, man kann auch mitentwickeln, ob das jetzt die DTLS-Lib, das ContiguOS ist oder am Linux, die LibCorp ist oder die Hardware-Knoten verändern. Mhm. Und man hat eben volle Kontrolle, was man ja sieht, dass das wichtig ist. NSA-Skandal und so weiter. Und das beflügelt natürlich momentan auch die Szene und man möchte natürlich auch nicht, dass der Temperatursensor daheim vom Nachbarn oder der NSA mitgehört wird. Wo kommt man denn dahin? Der Nachbar noch viel schlimmer als der NSA. Natürlich, ja. Also soweit zum Thema Verschlüsselung. Mhm. Da werdet ihr auch nächstes Mal noch mehr drüber hören. Und im Wiki auf osdomotics.com. Sehr gut. Und nun? Also du verabschiedest dich. Ich muss jetzt wieder gehen. Ja, okay, dann. Tschüss, Baba. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, Baba. Wenn es wieder heißt, was hat uns Harald mitgebracht? Mit der Zauberbox. Ja, Gregor. Soll ich noch eine Pause machen? Noch beim Essen? Also magst du, hast du noch einen Comic gelesen? Ja. Also Comic habe ich... Habe ich Comics gelesen in letzter Zeit? Nein, aber ich habe wirklich Podcasts gehört über Comics in letzter Zeit. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Was kann ich als Pausenfüller bringen? Zum Beispiel eine Story, die mir sehr am Herzen liegt. Ein Wiener Spielestudio namens Broken Rules. Ja, das Wiener Spielestudio. Genau, hat eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo gestartet. Und zwar? Secrets of, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Raetikon. Mhm. Und das ist, sie haben davor ein Spiel gemacht, das Chasing Aurora. Und das spielt im selben Universum. Und wer Chasing Aurora kennt, man kann sich dazu Videos auf YouTube anschauen, hat einen sehr eigenen grafischen Stil. Und das war so Konzept, man ist ein Vogel und das war so, man konnte sich gegenseitig verfolgen. Das war eher ein Mehrspieler-Kampagnenspiel. Und das neue, das in der Vergangenheit, das Spiel ist ja noch zu kaufen. Nein, das ist das Chasing Aurora. Ja, genau, ja, aber ja, genau. Aber nur im Verhältnis zu dem jetzigen Spiel. Ja. Das spielt im selben Universum und sie wollen $40,000, glaube ich, auftreiben. Jetzt, glaube ich, es dauert noch 26 Tage die Kampagne. Ich habe heute Ihnen $10 rübergeschoben und Sie haben jetzt. Ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, das waren so $3,000 oder so. Haben Sie? Nein, es muss schon mehr gewesen sein. Und es läuft an. Ja, genau. Es senkt mir auf jeden Fall am Herzen. Dazu muss ich man auch sagen, dass die Broken Rules alles leibende Typen sind, die genau. Wir auch persönlich kennen, größtenteils. Ja, ich kenne sie von früher und sie sind einfach wirklich gut drauf. Und das erste Spiel, das hat Yet It Moves, das so also ein Puzzlespiel war, was wirklich eine herzige Idee hatte, dass man sich nämlich in einer Welt bewegt, wo man sich nicht selbst dreht, sondern und die Welt um sich herum. Das hat schon super gut funktioniert und interessant ist vielleicht auch hierbei zu sehen, das Chasing Aurora ist, glaube ich, exklusiv, wenn ich mich nicht irre, exklusiv für die Wii U rausgekommen. Das neue Spiel kommt für keine Konsole raus, sondern für Mac, PC, Linux. Also auch Linux, Juhu. Was ja natürlich super ist. Und wir sagen auch, Yet It Moves ist ja für Linux herausgekommen. Ne? Ja, genau, richtig. Und das kann ich gleich sagen. Also ich mit den $10 bin ich schon mit einem Perk dabei. Ja. Ich habe Alpha Access dazu. Das also für $10 kriegst du schon den Alpha Access für die richtig, Linux. Richtig, ich dann schon nehmen und ich habe dann auch eine zweite E-Mail bekommen, nämlich einen Link zum Download ihres alten Spiels. Das heißt, ich kann jetzt unter meinem Ubuntu das Yet It Moves installieren und das mir jetzt auch anschauen, weil ich hatte bis jetzt... Hattest du das bisher noch nicht offiziell? Nein, hatte ich nicht. Ich war nicht so... Es war aber mehrmals in so Ampelfahren. Mittlerweile muss ich ja sagen, ich war nicht so ein Spieler, aber mittlerweile hat sich das ja geändert. Ja. Aber vom anderen Spektrum her. Wir ja eher so die Profispieler sind, nicht eher so... Der gemeine Casualer. Ja, schön, schön. Casual-Spieler, ja. Da der Jörg noch nicht ganz fertig ist mit dem Essen, probiere ich jetzt noch schnell reinschieben. Oder hast du was? Nein, nicht so was auf dem Ding, du. Es kann warten. Ich war wieder mal im Kino. Ja. Und zwar wieder mal im Cine Center, das österreichische, das Wiener Kino für den intelligenten, fremdsprachigen Problemfilm. Ja, ich schaue mir keine, wie hast du gesagt, Rom-Coms an. Und zwar habe ich mir angeschaut Bottled Life, also ein Film über Nestlé und das Business mit Wasser in Plastikflaschen. Okay.
Und im Gegensatz zu dem, was ich mir erwartet habe, ich habe mir erwartet, dass ich jetzt Bilder vom pazifischen Plastikmüllstrudel, wenn das recherchiert bei Google einfach. Und darum ging es aber überhaupt nicht, sondern es ging einfach um den Konzern Nestlé, der einfach jetzt den Verkauf von Wasser in Plastikflaschen zu einem seiner Business-Strategien erhoben hat und über einen Schweizer Filmmacher, der versucht hat, einen Film über genau dieses Thema zu drehen, und Nestlé hat ihm dann aber gesagt, na, also weltweit wird kein Nestlé-Mitarbeiter mit ihnen reden. Das hat er noch brav ausprobiert, also er ist nach Indien und USA gefahren, überall wurde die Firmentür zugemacht, und er hat dann halt praktisch nur YouTube-Aufnahmen und öffentliche Pressekonferenzen verwenden können, aber praktisch kein richtiges Interview führen können. Aber er hat halt Orte besucht, wo, also Naturschutzgebiete in USA, in Maine, wo nach Wasser gebohrt wird. Dann hat Nestlé mehrere Marken, also in USA heißen die Poland Spring, und wo sie halt sehr, sehr viel Wasser entnehmen, wenn sie dort Landrechte haben, weil da gibt es so Gesetze, dass wenn du ein Land hast, darfst du beliebig viel Wasser raussaugen. Egal, ob dann neben dir das Naturschutzgebiet austrocknet oder ein See schrumpft, das ist sozusagen wurscht. Und das fahren sie dann mit riesigen Lastern herum, und sie zahlen $10, um sozusagen das Wasser abzupumpen an der Quelle, und nachher verkaufen sie halt das Wasser abgefüllt in Flaschen für $10 die Flasche. Also aus einem Tankwagen machen sie sozusagen tausende Dollar Reingewinn, ne? Nur durch Umfüllen und Umetikettieren. Ja. Und er hat dann auch natürlich sehr viele Gegner von denen interviewt, und unter anderem eine UNO-Beauftragte für Wasserwirtschaft. Und die hat halt gesagt, ja, es ist ein Wahnsinn, in New York gibt's, kommt das Wasser aus den Catskill Mountains. Also die haben, New York hat ein relativ gutes Leitungswasser, und trotzdem hat Nestlé das dank Marketing geschafft, also dass die Jugendlichen von heutzutage nicht mehr in die Schule gehen können ohne Wasserflasche, weil sonst haben sie die Befürchtung, sie dehydrieren unterwegs. Also, und sie brauchen unbedingt ihre... Und vor allem Markenwasser wahrscheinlich. Ja, Markenwasser. Es muss Markenwasser sein. Apple und natürlich dein Markenwasser. Nicht das gemeine Leitungswasser, sondern das muss das... Ich traue mich ja das gar nicht mehr sagen, aber ich bin wirklich einer von den Typen, der genau ein Plastikwasserflascherl hat, und das fülle ich mir immer am Klo, am Herrenklo, wie der letzte Sandler, fülle ich mir das immer mit Wiener Hochquellwasser. Das ist aber sehr clever. Das ist übrigens aus der Steiermark. Ich trinke steirisches Wasser in Wien, aber ich komme mir halt immer vor wie der letzte Asoziale, dass ich das tue, und am Klo schauen dann Leute so ins Handy waschen, schauen sie, was tut der Sandler da. Aber sind wir froh, ich habe mal einen Mineralwasserhersteller als Kunden gehabt, und der hat mir gesagt, Herr Wukonik, es gibt nur drei wirklich wichtige Ressourcen auf dem Planeten: Gold, Erdöl und Wasser. Ja, mag so stimmen. Und die nächsten Kriege, hat er auch behauptet, werden um diese Dinge sich drehen. Ja, in der Schule lernt man, dass Wasser in manchen Gegenden teurer ist als Erdöl, also ein Liter Wasser. Und bis jetzt haben wir gedacht, ja, das ist so Saudi-Arabien und so. Aber im Film kommt auch eben vor, da ist eine Szene in Nigeria, in Laos. Ja. Und zum Teil in Slums gedreht, und dort ist auch eben ein Liter gesundes Wasser, also sauberes Wasser ist für den Slumbewohner nicht zahlbar, aber Liter Benzin schon. Okay. Völlig pervers. Und Nigeria tut Erdöl produzieren. Ja, klar. Also das kommt natürlich dazu. Für den Slumbewohner mit Auto, ohne Auto. Ja, genau. Für den Slumbewohner ohne Auto. Und was mich auch, was ich nicht gewusst habe, die trinken dort Wasser nicht in Flaschen, das ist eigentlich nur für Luxus, für Oberschicht, sondern in Plastiksackel. Plastiksackel, okay. So wie bei uns früher die Sandkist, das hat auch mal so Plastiktüten gegeben. Wobei ich das auch in Thailand einmal im Urlaub gesehen habe, in Bangkok. Werden die Leute mit dem Plastiksack. Mit dem Plastiksack laufen sie herum und haben dort ihre Flüssigkeiten drin. Schaut ein bisschen befremdlich aus jetzt. Schaut aus wie so ein Beutel, das sonst ist. Als Müllsackerl, so, Nein, bei so Operationen, was diese. Ja. Diese komisch. Salzlösung drin haben. Aber diese Wasserthematik ging ja sehr, sehr stark vor kurzem auf YouTube. Da gab es dann nicht, ich keine Ahnung, wie das jetzt war. Die EU will unser Wasser privatisieren. Ja, gab es eine Kampagne. War das wirklich was? Ich bin nie nachgegangen. Aber da gab es eine Kampagne. Ich werde darauf verlinken in den Shownotes. Ich weiß auch nicht mal, wie die ganz genau ausgegangen das ist. Das Thema und auch so generell das Bashing auf, wie heißen die, Monsanto, ist ja sehr, sehr aktiv. Ich war vor kurzem, Monsanto macht ja Gentechnik. Ne? Ja, genau. Aber auch dieses Lebensmittel und die Grundrechte der Menschen einzuschränken, geht halt voll stark. Ich war in Berlin, da war eine Riesendemo gegen Monsanto, glaube ich, zeitgleich in Wien. Und auch diese Sachen gehen nicht nur im Real Life, sondern auch auf Facebook. Man merkt, die Leute wollen... Also wenn es um Luft und Wasser und Essen geht, sind die Leute doch noch politisch ein bisschen motivierter. Apropos Essen, ich muss das wirklich sehr gute Essen hier loben und kann nur jedem Wiener, jeder Wienerin mal
ans Herz legen. Mir hat es gemundet, super. Und lokal Zypresse bei Gary, Westbahnstraße 35a. Vielleicht gibt es ja das Rezept des Open Source zum Nachkochen. Der Gary verkauft kurdische Kochbücher. Okay. Das macht er. Und vielleicht auch Spezialitäten. Da draußen hat er so eine Theke. Sollten wir mal ein paar Fotos nachliefern. Okay, soweit. Aber zum Thema Wasser, super, dass du das aussprichst, weil es ging in dem Film genau darum, da hat man dann auch immer gesehen, diesen Vorsitzenden von Nestlé, also den Wasserchef von Nestlé, der dann halt auf Pressekonferenzen antwortet, auf Journalistenfragen, und da sagt er, ja, es gibt halt zwei Grundmeinungen, dass Wasser ein Menschenrecht ist und dass Wasser eine Commodity ist, also ein Produkt, was Firmen handeln und verkaufen und verpacken und bewerben können. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld spielt sich halt der Film ab. Der Film hat natürlich eine Meinung. Also. Und Sauerstoff, so als... Ja, ich habe mir eh gerade gedacht, wann kommen jetzt eigentlich die Leute, die steirische Luft in Sachen verkaufen. Es ist schon diese Luft in Dosen gegeben. Luft in Dosen, kommt Sauerstoffbars. Genau, es gibt ja auch beim DM diese Sauerstoff-Inhalatoren-Geschichten, wo du dir O2 komprimiert kaufen kannst um $10-20. Ja? Also da mal ein Lifestyle-Produkt. Ja. Wo du dir noch zwischendurch so... Die starke, unsichtbare Hand des freien Marktes löst die Umweltverschmutzung, indem sie dir Luft in Spraydosen verkauft. Yes. Geil. Ja, und crazy. Wie gesagt, also der ganze Film dreht sich halt darum, ob es jetzt gescheit ist, dass das nicht funktionierende Governments, also in Entwicklungsländern, also speziell in Pakistan, auch halt in Slums, wo einfach die Leute eigentlich gewohnt waren, dass du schon Leitungswasser kriegst und wo das mit der Zeit natürlich immer schlechter wird, weil die Regierung halt kein Geld hat und sich auch nicht drum kümmert. Und wenn dann kommt ein Konzern wie Nestle und öffnet praktisch einen Markt, die Leute sind dort nicht gewohnt, für Wasser zu zahlen, dann kommt Nestle rein mit seinen Marketing-Sachen, bewirbt das und die ganze Oberschicht kauft jetzt nur noch Wasser in Dosen von Nestle, also schon in so Plastik-Riesenbehältern. Ja. Aber wenn man jetzt paranoid ist, und das sollte man als guter Hacker-Geek immer sein, muss man auf völlige Selbstversorgung umstellen, sprich zuerst mal Strom. Für die Devices. Und dann, wie kann ich mein eigenes Wasser ziehen? Das weiß man schon als Pfadfinder mit dem Wasserloch und so einer Spannfolie. Aber man kann sich schon mal auch selbst überlegen, wie viel kann ich mir selber organisieren, um zukünftig unabhängig von allem zu sein. Einfach, einfach so. Das nennt man Zisterne, das gibt es ja im Mittelmeer. Ja, wie auch immer, aber das weiß ja der durchschnittliche Mensch nicht mehr, wie kommt er an Wasser ran. Wir sind es eigentlich nicht gewohnt, weil wir davon ausgehen, zumindest in Mitteleuropa, dass das Wasser aus der Leitung kommt. Aber man muss auch sagen, wenn du im Urlaub fährst, siehst du eigentlich auch, dass die Leute das Wasser in Flaschen kaufen und nicht. Ja. Also so oft auf griechischen Inseln kannst du das Leitungswasser jetzt nicht trinken. Es ist zwar nicht giftig, aber es ist stark geklort. Aber Notiz wieder an uns selbst, wieder mehr so Survival Books lesen, wie kann man in der Wildnis überleben, weil man ja das jedes das Mal. Pfadfinderbuch, ne? Ja, naja, da gibt es ganze Serien, glaube ich, so The Man in the Wild, habe ich mal irgendwo im Süden. So eine Serie gesehen, wo ein Mann ausgesetzt wird in der Wildnis und dann ganz aberwitzige Tricks hat, wie er berechnet, wie spät es ist und wie er aus Kakteen, keine Ahnung was, noch Wasser raussaugt. Natürlich sind das so Nerd-Fantasien. Aber trotzdem, es ist nicht schlecht, wenn man das weiß, weil eigentlich, es gibt ja keine Anleitung fürs Leben. Wir leben so dahin in einer Wohlstandsgesellschaft und können die einfachsten Dinge nicht. Ja, noch dazu in städtischen Verbunden, noch verstärkt natürlich. Weil bei den Siedlern einen Fisch zu fangen ist sehr leicht, ja, aber im Real Life ist es dann schon schwieriger. Aber noch ganz kurz, weil jetzt der Horst das Mikro übergeben hat, vielleicht kann ich noch wieder was Fachlicheres erzählen, was mir passiert ist oder einem Kunden von mir. Und zwar hat ein großes internationales Modelabel namens S. Oliver einen kleinen steirischen Bluesmusiker geklagt auf Übergabe seiner Domain. Er besitzt nämlich die Domain www.sir-oliver.com, ohne Schleichwerbung für ihn zu machen, mit dem dringenden anwaltlichen Wunsch, er möge die jetzt übergeben, ansonsten wird es teuer für ihn. Kleines Vorgeplänkel. Der gute Mann macht seit 20 oder 30 Jahren Musik, hat ihm seine Webseite unter dieser Domain, unter dieser besagten, und nutzt es eben, um seine Konzerte anzukündigen und seine Gigs, wie es ja heißt, fertig und klar zu machen. Und die Firma S.Oliver, die irgendwann einmal auch vielleicht Sir Oliver geheißen hat oder nicht, hat jetzt irgendwie in der Branding- und Marketingabteilung scheinbar eine Marketing-Änderungsstrategie vorgenommen und war jetzt scheinbar für diese Domain scharf.
Jedenfalls hat der S. Oliver sich nicht wirklich begeistert gezeigt, seine Domain herzugeben. Mhm. Hat quasi hier einen Anwalt beauftragt, gesagt, interessiert mich nicht. Worauf jetzt dieser Modekonzern mit vielen tausend Mitarbeitern und einer Kriegskasse von mehreren Milliarden dem steirischen Bluesmusiker gleich eine Klagsdrohung geschickt hat. Und natürlich kann man da als einfacher Domainbesitzer sich leicht verschrecken lassen. Und ich sage, in einer Zeit vor Facebook und Co. Hätte so eine Geschichte halt bitter ausgehen können, weil kleiner Musiker gegen großen Konzern... Ist sicherlich auch oft. Also man kennt auch diese Geschichten. Es gab zum Beispiel Microsoft, gegen einen Typen, der hat Mike Rowe geheißen, oder eine Website, haben sie Mike Rowe Soft gehabt. Ja. Du kannst vielleicht das noch rauszögern und hin und her, aber wenn du nicht dann das Geld hast, schwierig. Du kannst ja nicht einmal die Anwaltskosten leisten. Als genau, du bist ja sehr... Selbst wenn du Recht hast. Sehr schnell, auch wenn du Recht hast, kosten die guten Anwälte in Österreich durchaus sehr, sehr schnell viel Kohle. Und natürlich mit der Strategie kann man eben zermürben. Einerseits hat man jetzt anwaltlich beweisen können, dass der gute Sir Oliver nur Gutes im Sinne führt und das jetzt nur... für sein eigenes Überleben nutzt. Ja, also aber hat sich nachweisen kann, dass er kein... für jemanden, der Domains nur hortet? Domain-Grabbing, ja. Also er war kein Domain-Grabber. Ja, wobei man auch wieder unterscheiden muss, es gibt ja da verschiedene Domains, es gibt .com-Domains und .at-Domains und es ist alles durchaus furchtbar komplex, selbst für jemanden wie mich, der schon lange mit Domains zu tun hat. Und es gibt laut eines Kollegen, der Anwalt ist, kein Internetrecht, sondern es gibt nur die klassischen Rechte. Es gibt Markenrecht und Urheberrecht und diese Geschichten. Und so ein quasi Internetrecht, wenn ein Anwalt damit wirbt, gibt es nicht, sondern es sind einfach die klassischen Gesetze, die hier greifen. Und wenn man dem nicht vorwerfen kann, er hat da jetzt irgendwelche eine Domainentführung begangen, eine schwere, wird schwierig, dann gibt es natürlich... Das heißt, Domain-Grabbing ist überhaupt kein Tatbestand? Dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich kein Anwalt bin und wenn ich einer wäre, dann würden jetzt alle Hörer wahrscheinlich in den nächsten 5 Minuten aus- und abschalten, weil dann wäre es wirklich vielleicht etwas langweilig. Ich kann jetzt nur reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Den Faden habe ich mittlerweile auch verloren. Es ging um Domains und Sir Oliver und um die Domainkosten. Und wie man aus so einer Sache herauskommt. Man kann natürlich auch, wie es oft heißt, Recht haben, aber vielleicht nicht Recht bekommen. Mhm. Jedenfalls haben sich dann die Anwälte bestens unterhalten und auf beiden Seiten vermutlich Stunden geschrieben und Honorarsätze. Nachdem das liebe Sir Oliver mir ein guter, treuer, alter Kunde und Freund ist, habe ich dann auch versucht, das Ganze ins Internet zu tragen und ein bisschen darauf hinzuweisen. Und es ist in Facebook und es ist halt dort, wo sich die Menschen bewegen, nämlich die Fans von Sir Oliver, die Fanbase und auch die Fans dieser Modemarke Sir Oliver. Und deshalb, auf Facebook. Die sind beide auf Facebook aktiv, leider nicht auf Google Plus, nicht auf Twitter und nicht auf Pinterest. Das ist alles sehr eingeschränkt. Und ein bisschen darauf hinzuweisen, sprich die Fans von Sir Oliver waren sehr schnell Feuer. Da muss man jetzt auch noch dazu sagen, Feuer die Modekette war kein Kunde von dir. Die waren kein Kunde und werden es vermutlich auch nicht werden. Wer weiß. Aber es geht ja darum, wie geht man mit sowas um? Und die rechtliche Dimension ist eines. Mhm. Und er hat ja selbst seine Fans mobilisiert und gesagt, das ist passiert und sehr, sehr offen gleich mal erzählt, dass ihm das einfach zuwider ist. Wobei die natürlich diesen Zorn gleich 1:1 aufgenommen haben und gesagt haben, und auch von sich aus, ohne große Anleitung, ihren Unmut auf der S. Oliver-Seite gepostet haben, so nach dem Motto, ihr könnt ja nicht einen kleinen, unschuldigen Musiker sowas antun. Der Konzern hat sich einen steirischen Shitstorm eingefangen. Er hat sich einen kleinen steirischen Shitstorm eingefangen. Glücklicherweise, und ich muss ihn noch lobend erwähnen, hat sich dann der Robert Seger, der ein sehr guter Social-Media-Profi ist, eingemischt. Der kennt das Social-Web noch viel besser. Der hat sich wirklich, erstens ist er Steirer, und zweitens hat ihn das Thema auch irgendwie interessiert. Er hat sich dann hingestellt und auch ganz aktiv auf die S. Oliver-Seite gepostet. Also er hat das zu seinem Thema gemacht. Er hat auch die Social-Media-Abteilung ganz aktiv zur Rede gestellt und gesagt, hallo, es gibt hier Zeitungsberichte, es gibt Unmut der Community, wollte nicht das handeln. Das ging aus dem Netz heraus, das war zumindest in der steirischen Lokalpresse. Es war in der Kronenzeitung, es war in der kleinen Zeitung und es war auf einer Facebook-Seite. Und das Wichtige ist, irgendwie... Es hat dann so
3-4 Anstöße gebraucht, damit das Ding ins Rollen kommt. Weil sonst wären es wirklich Parallelwelten. Vielleicht hätten die steirischen Krone-Zeitung-Leserinnen, also die 60-Plus-Generation, das irgendwie abgenickt und gesagt, super oder furchtbar. Aber irgendwie hat das Ganze dann ein bisschen auch einen Abklatsch ins Web gefunden. Und scheinbar hat man dann bei diesem Konzern abgewartet. Wieder der besagte Robert Seeger hat dann nach 2 Tagen nachgelegt und nochmal gefragt, so, ihr hattet jetzt irgendwie mal 2 Tage Zeit, hier mal den Unmut aufzusammeln. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ihr reagiert. Weil wir alle kennen das, wenn man sich eine Beschwerde hat, die irgendwo hin postet. Ich habe zum letzten auf die 3-Seite irgendwas gepostet. Die Fragen wurden aus der Community beantwortet, aber nie von einem Social Media Beauftragten von 3. Man fühlt sich dann als Kunde auch ein bisschen frustriert, wenn wir die andere Kunden helfen und niemand vom Unternehmen. Und bei einem Großkonzern mit 300.000 Facebook-Fans kann man schon. Vor allem mit festangestellten Pressesprechern und. Mit so einer Infrastruktur kann man davon ausgehen, dass es da jemanden gibt, der das vielleicht liest oder am Radar hat. Wenn nicht, muss man annehmen, dass denen wir Kunden scheißegal sind, muss man auch sagen. Immerhin hat man dann Folgendes geschafft. Die haben dann nicht gesagt, wir wissen nichts, wir haben nichts damit zu tun, sondern sie haben sich entschuldigt. Nicht direkt wieder beim Herrn Sir Oliver Bluesmusiker, bei den Fans, die dort gepostet haben. Sie haben also quasi sie haben sich quasi dort ein bisschen abgeputzt. Die haben auch eine Social Media Schulung notwendig. Facebook, muss man auch sagen, ist ein neues Medium für Berater und Unternehmer. Aber immerhin, ich sag so, gar nicht schlecht, weil in Zeiten vor Facebook wäre das Ganze hinter den Kulissen abgegangen, hätte vielleicht einem kleinen Bluesmusiker sehr viel Zeit, Kosten, Nerven, vielleicht eine Existenz gekostet. Und man muss auch sagen, so wie Presse in Österreich funktioniert, hätte er nicht unbedingt geschafft, wirklich seine Anliegen durchzukämpfen. Genau. Er wäre vielleicht 2-mal erwähnt worden, aber die hätten nicht laufend unterstützt, wenn er jetzt nicht sehr gute Kontakte gehabt hätte. Das wäre für die zukünftige Publizistik, Studenten, Studierendengeneration interessant, herauszufinden, auch wie weit sich diese Medien befeuert haben, weil natürlich die Zeitungen immer referenziert haben, das ist auf Facebook, das ist ein Shitstorm im Dings. Facebook hat gesagt, das steht in der Zeitung. Also es ist ganz genial. Die haben sich beide immer zitiert und beide immer wichtig genommen. Ich meine, eine klassische Zeitung braucht Facebook, damit sie noch irgendwie hip und geil erscheinen kann. Es ist eine Feedback-Schleife. Es ist eine Feedback-Schleife und man muss natürlich auch mit diesen Mechanismen. Ja, aber du musst schon dazu sagen, der Unterschied ist, eine Zeitung, jetzt egal welche, hat eine sehr große Kontrolle darüber, welche Leserbriefe veröffentlicht werden und welche in den Müll wandern. Ne? Genau. Facebook hat das an sich nicht. Also zumindest haben sie nicht die Kapazität dazu, jetzt einen Shitstorm abzudrehen. Haben sie nicht, genau. Das ist eine wichtige Geschichte, aber es ist natürlich in einer Social Media Marketing Abteilung eines Großkonzerns kriegst du mehr Marketing Menschen zum hektisch herumlaufen, wenn es in einer steirischen Tageszeitung mit einer Million Auflage herumläuft, weil die noch sehr hörig sind und sagen, meine Güte, das steht in der Zeitung. Natürlich. Die sind dann völlig bestürzt. Man muss das sozusagen noch berechtigt wahrscheinlich. Weil das ein eigener Kreis oder wie auch immer. Aber gibt es jetzt schon ein Zwischenergebnis? Also man muss es so sagen, das Zwischenergebnis, ich hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet. Hat Vukonic.com gegen Provisionen einen goldenen Handshake vermittelt? Oder? Nein, so ist es nicht. Na, für mich war es interessant wieder, weil es einfach so ist das Leben da draußen, das kann man nicht steuern. Ja? Und ich habe einfach nur den einen Leuten erzählt, dass es diese Geschichte gibt und eigentlich jetzt nicht gesagt dies und das, sondern ich habe einfach 2 oder 3 Menschen gesagt, schau dir das mal an, Developing Story. Also nichts, was jetzt unlauter, illegal oder sonst wie wäre. Und habe einfach daraus gelernt, dass man schon Dinge ins Rollen bringen kann, wenn du einen Fokus drauf bringst. Ja? Es hätte natürlich auch völlig, wenn jetzt quasi ein Riesenskandal in der Steiermark gewesen wäre und Frank Stronach als Steirer macht irgendwie was ganz Furchtbares, dann hätte es vielleicht hätte es alles überschwappt. Aber so war es ein guter Zeitpunkt, das muss man daraus lernen. Und man kann daraus lernen, dass auch jede kleine Stimme, oder man hat auch als Konsument oder als Website-Betreiber, man hat immer eine Chance. Man soll sich natürlich in gewissen Bereichen vielleicht einen Anwalt holen, aber man kann auch oft gewisse Dinge in eine Richtung bringen. Und solange man noch sachlich bleibt und ein bisschen überlegt, kann man auch mit den sozialen Medien spielen. Ich benutze Facebook selbst sehr gerne, um dort meine Vorkommnisse mit allen möglichen Dingen niederzubringen. Und es gut, lange Rede, kurzer Sinn,
ich denke so, für den Sir Oliver ist es gut ausgegangen. Er hat 2-3 Zeitungsberichte bekommen. Er hat seine Domain. Er hat keine Klagsdrohung. Mhm. Und er hat auch die Sympathie auf seiner Seite. Okay, also derzeit hat er gewonnen nach Zwischenstand. Ich sag so, das ist irgendwie ganz positiv und man merkt, wie soziale Medien und klassische Medien versuchen, miteinander umzugehen. Es ist so ein bisschen noch holpertatschig, aber immerhin, ja, es ist nicht so, dass sie sich ignorieren. Aber es ist schon ein bisschen so 3-4 Tage warten, bis wir eine offizielle Stellungnahme haben, ist natürlich in einem Echtzeitmedium wie Facebook ein bisschen armselig. Vor allem, weil man schon sowas wie Krisenkommunikation auch üben kann und vielleicht hätte man bei diesem Konzern auch eine Spur rascher antworten können und auch vor allem... Vielleicht haben die mehrere Shitstorms gleichzeitig, wo du na, einer sehr kleinen... Ja, die anderen Shitstorms, die dort abgehen, sind so das neue T-Shirt, das ihr jetzt in der Werbung beworben habt, ist gerade nicht lieferbar also wirklich echt Probleme. Aber na, es ist einfach auch spannend zu sehen. Das Schwierige ist natürlich, war nicht am Wochenende. In Deutschland gab es ja mal so eine Welle an großen Shitstorms bei Telekom und Co., wo dann einige Leute analysiert haben, okay, erstens am Wochenende konnte sich super ausbreiten. Weil der Pressesprecher in Urlaub genau, ist. Genau, weil der Pressesprecher, genau. Und die Leute dann überhaupt auf die das Telekom. Steigt, also schwimmt so richtig. Da. Über Telekom und die Deutsche Bahn wird immer geschimpft. Gegen einen Modekonzern, da ist halt noch natürlich die Sympathie kleiner, weil man sagt dann zwar gern, den kenne ich, diesen Musiker, oder finde ich ungerecht, wenn jemand in Österreich so ein Thema macht, wie, keine Ahnung, irgendwelche Hassthemen, wo jeder aufspringt, ÖBB, das Wetter oder die Politik an sich. Wenn du eine Facebook-Seite gründest, ich bin gegen, die Politiker sind alle furchtbar schlimm und sonst wie, hast du wahrscheinlich auch bald 100.000 Fans. Also du meinst, Terroristen und Kleidungsfirmen haben Sympathisanten, andere Leute kann man nicht. Kann man vielleicht so eine Daumenregel für Social Media, so macht Leute an so Freitag Social Media Positionen ableiten? Das heißt, nicht reagieren ist immer die falsche Reaktion. Es macht ein bisschen ein verdächtig und natürlich, es ist so wie im Gespräch, Social Media ist wie ein Gespräch an einem Tisch oder irgendwo, man steht jemand gegenüber, man beschwert sich und der andere schaut ihn nur an und tut nichts. 10 Minuten lang, ja. Und man kann natürlich sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich kenne mich nicht aus oder ich kümmere mich drum. Das ist irgendeine Reaktion. Und das, dieses Denken haben halt noch viele Social Media Beauftragte nicht, die denken, unsere Facebook-Seite ist zur Bespaßung, das ist One-Way-Kommunikation und da stellen wir jetzt unsere Firmenvideos rein und unsere Firmenfolder und die Leute werden das schon ja. Mit... Du musst ja auch schauen, wer bei kleinen Firmen, die jetzt keine PR-Abteilung haben, wer die Facebook-Seite pflegt oder wer dort hereinpostet, also auf die Sekretärin oder so. Ne? Ist natürlich und ich denke, da kann man jetzt auch nicht sagen. Andere Sachen auch zu tun. Und ja, klar. Andererseits bei Großen, also ich stelle mir das so naiv vor, ja. Wenn ich da angestellt bin und ich sehe da jetzt auf einmal einen aufbauenden Shitstorm und würde jetzt sofort schreiben etwas aus, aber ich weiß nicht, ist das jetzt gedeckt von meinen Vorgesetzten? Ja. Was ist die offizielle Linie jetzt genau? Genau. Musst du mal 2 Tage warten auf einen Termin beim Chef. Und dann wird es aber nicht mehr authentisch. Genau. 2 Tagen ist diese Reaktion schon. Und da gibt es ja auch wieder Firmen, die sich nur auf das spezialisieren und es ausarbeiten. Wie können wir das schnell an der Rechtsabteilung vorbeibringen? Der Chef und sonst wie. Und ich meine, eigentlich mit der kurzfristigen Regel kann man so sagen: Okay, erstens, wenn du fitte Social Media Experten, Expertinnen hast, können wir das auf Augenhöhe lösen. Ja? Mit einem gesunden Menschenverstand. Und Entschuldigung, wenn ich die Rechtsabteilung brauche, ist es schon zu spät. Und ich würde fast jedem Konzern dazu raten, lass deine Social-Media-Leute agieren. Die brauchen jetzt nicht großartig irgendwie Compliance und Bimsi-Bums die Richtlinien zu lesen. Das ist auf Facebook nicht gewünscht. Weil wenn ihr das braucht, dann bitte zieht euch von Facebook zurück. Das ist das falsche Medium. Und man muss auch akzeptieren, da draußen gibt es Menschen. Und auch eine typische Beobachtung auf allen Bewertungsplattformen, Social-Media-Plattformen, du kriegst immer nur 2 Arten von Rückmeldungen oder die ganz positiven, wenn du jemandem geholfen hast und die ganz negativen. Das Mittelmaß, die so zufrieden sind, die melden sich nicht. Die sagen nicht so, super, dass das Wasser heute wieder geht oder... Meine Klospülung hat funktioniert. Genau, sondern wenn sie nicht geht oder wenn dir jemand aus einer Patsche geholfen hat, dann wird man das besonders erwähnen. Und auf diese Extreme sollte man auch fokussieren in der Kommunikation, aber das ist jetzt kein Geheimnis. Also jeder, der es ein bisschen professioneller macht, der wird dieses Muster erkennen. Mhm.
Aber trotzdem ist es spannend, dass wir Menschen, die ganz viel auch in diesem Social Web unterwegs sind, für uns ist es auch irgendwie ein Medium, das gelernt werden muss. Ja. Wir lehnen uns auch oft raus und probieren ganz böse Dinge, um zu provozieren und zu schauen, was geht. Irgendwann wird sich's einpendeln. Aber trotzdem, es war spannend. Diese Shitstorms, vielleicht wird das eines Tages, wird auch keiner mehr wissen, was das war. Das, ja, könnte sein. Das, ich sehe eine Zukunft darauf, die man wohl im nächsten BWL-Marketing-Vorlesung, die Projektarbeit kommt, erzeugen sie einen Shitstorm zu einem beliebigen Thema mit mindestens 50.000. Ja, dafür gibt es dann drei Kurse mit, wie kann man einen Shitstorm machen. Genau, das Spiel geht ja immer weiter. Die menschliche Spirale in der Kommunikation ist halt immer... Muss ja auch nicht sein, aber ab und zu muss man Dampf ablassen. Und es ist immer schön, wenn einem geholfen wird und jemand auch erklärt, warum ist er so. Warum? Und früher oder später lösen sich diese Dinge. Hat auch einen therapeutischen Effekt ein bisschen, wenn man nicht allein in so einer Wut ist. Man kann ja auch mal Frust ablassen. Ja. Und das ist bei Twitter früher manchmal so gegangen, wenn man das ausgeschickt hat, ein paar haben es retweetet und so. Ja. Und das bringt schon was. Blöd ist nur, wenn dieser Tweet dann irgendwie abfotografiert wird und irgendwie in einer Folie vom Armin Wolf wiederverwendet wird und in der ZIP 2 10 Millionen Österreichen oder 8 oder 7 gezeigt wird. Ja, genau. Da würde ich sagen, Rechtschreibfehler. Ja. Wenn man sich das überlebt, schließt man den Twitter-Account wieder. Aber wie gesagt, spannend ist trotzdem, da draußen, jeder hat eine Meinung und wenn man die wohl dosiert, ab und zu auch, und das ist jetzt meine neue Beobachtung, das E-Mail ist einfach zu anonym, wenn man eine Beschwerde hat oder was dringend braucht, ist meine neue Taktik, geht auf Facebook. Also gleich öffentlich posten. Gleich auf Facebook posten, die großen Fragen. Du machst deine Kommunikation öffentlich. Du machst deine Kommunikation öffentlich. Ich habe letztens auch schon etwas beschwipst nach einem Bier mit einem anderen SEO besprochen, was wäre, wenn alle unsere E-Mail-Konten öffentlich wären. Die sind öffentlich. Ich weiß nicht, ob du Zeitung liest. Nicht öffentlich für die NSA, sondern auch für meine Kunden, dass mein Kunde sieht, okay, dem Herrn Vukonik, der hat gerade 37 andere Baustellen, die sehr dringend sind. Und wie würde das unser Verständnis fürs Gegenüber, was würde sich dann ändern? Das ist jetzt ein reiner Brainfuck. Aber was wäre, wenn jetzt jeder deine Mama... Also online flirten müsste auf ein anderes Medium ausweichen. Ich weiß nicht, ob du über E-Mail flirtest, dann machst du vielleicht was falsch, aber das sind natürlich die guten alten Liebesbriefe. Aber es wäre eine einfache Überlegung. Überhaupt, ja. Aber jetzt schweifen wir sehr ab und sind da schon im philosophischen Thema. Zum Thema Abschweifen. Ich habe mich vorher aus meinem eigenen Thema weggestohlen. Mhm. Aber ich möchte das über diesen Wasserfilm sozusagen abschließen. Also ich finde ihn sehr empfehlenswert, kann es nur jedem empfehlen. Es ist nicht ein Feel-Bad-Film, wo man sich nachher dann denkt, oh, alles schlimm und so. Man hat natürlich, also ich würde mir jetzt keinen Nesquik kaufen. Ja, eine gewisse Abneigung gegen Nestle, aber die habe ich vorher auch schon gehabt. Oder spätestens seit We Feed the World oder was sind sie auch eben, schon mal. Und was ich aber auch sehr empfehlen kann, es gibt aus den 80er Jahren, aus ca. 1985, 84, gibt es einen Film, der hat den bezeichneten Titel Water mit Michael Caine. Ah, das ist super. Das ist einfach ein Klassiker und der hat genau dasselbe Thema, nämlich auch sehr absurd, dass eine Ölfirma draufkommt, dass sie mit einer Flasche Mineralwasser mehr Geld macht als mit einer Flasche Öl und seine Ölquelle auf einer Karibikinsel produziert dann plötzlich Mineralwasser und da kommt die Fremdenlegion und, ein sehr guter und der britische. Also, ein super Film und sehr, sehr zeitlos eigentlich. Also es nimmt sich nicht sehr ernst, der Film, aber es ist nett zum Schauen. Und sehr zeitlos und passt eigentlich voll. Passt eigentlich auch voll zu dem Thema. Man sieht eigentlich, erst durch den Film jetzt mit dem Bottled Life ist mir bewusst geworden auch wieder, wie zeitlos der Waterfilm war, also wie sehr auch seiner Zeit voraus. Mhm. Und ich kann beide Filme eigentlich nur empfehlen. Mhm. Ja. So Leute. Es folgt der Schluss, oder? Ja, naja. Hat ihr nicht irgendwelche Meldungen? Ich habe schon noch Meldungen. Ich habe zum Beispiel der Linus Torvalds, der hat auf der Linux Eurocon gesprochen und hat sich wieder mal geäußert in gegen? Linus-Weise. Diesmal gegen zwar auch, aber mehr noch für. Oh. Also einerseits irgendwie gegen
die Grabenkämpfe in der Desktop-Entwickler-Szene, weil sie gemeint haben, wo er wieder so einen guten Spruch abgelassen hat. Er hat gemeint, die Leute sollten sich wieder lieber auf gute Technik konzentrieren, anstatt den nächsten hübsch aussehenden Anmeldescreen zu entwickeln. Mhm. Fand ich ganz treffend, das kann er halt gut, der Linus. Ja. Mhm. Und andererseits hat er halt die Ambitionen von Valve gelobt für das SteamOS. Wir haben darüber schon gesprochen. Ja. Mhm. Valve hat jetzt ein Engagement irgendwie, möchte Linux nach vorwärts bringen für Spiele. Linux, Spielebox. Genau, und er wittert da natürlich eine Chance auch für den Desktop. War übrigens generell das Thema auf der Game-Seite. Also wir haben den Stand gehabt zusammen mit der Free Software Foundation und jeder, der herkommen ist, habt schon gehört, Steam macht jetzt eine Steambox. Also ja, also das hat die Leute bewegt. Ist auch spannend. Also da muss man auf jeden Fall noch die Augen drauf halten. Ja, das war nur die Zwischenmeldung. Ansonsten. Was hast du sonst für Themen? Du hast da ganz fleißig gepostet. Ja, ich habe da noch das Sumble Bundle, aber das sind voller Länge noch durchbesprechen. Das sind wirklich vielleicht viele Spiele. Wenn du ja, genau. Durchgespielt hast. Ich kann vielleicht ganz kurz die zwei Filme anreißen, die ich gesehen habe. Das sind zwei Science-Fiction-Filme. Ja. Einer war wirklich ganz, ganz schlecht, aus dem Jahr 2013, After Earth. Okay. Mit Will Smith und seinem Sohn Jaden Smith. In der war vor kurzem im Kino. Richtig, genau. Ja, ich habe ihn angeschaut, weil zum Post-Apokalypse-Thema. Kurzes Summary, was ist die Ding? Menschheit hat die Erde wegen Umweltverschmutzung verlassen, hat eine außerirdische Rasse auf einem anderen Planeten bekämpft. Dazu wird die Familiengeschichte erzählt. Ein Vater, immer beim Militär, bringt diese Außerirdischen um, nimmt seinen Sohn mit auf seinen Militärausflug. Sie landen wieder auf der jetzt verlassenen Erde. Ja. Und er bricht sich beide Beine und der Sohn muss durch die Wildnis ziehen und irgendein technisches Device finden. Das ist so im Grunde. Das Schlechte an dem Film ist, dass es einfach wirklich übelste, er erzählt halt nichts richtig, es ist halt wirklich schlecht. Erstens, was mir halt nicht gefällt, einen sehr militaristischen Ton, es ist halt immer so, der Sohn immer so, ja Sir, und es ist eine sehr Vater-Sohn-Militär-Beziehung irgendwie, was mir schon nicht gefällt. Das andere, was dem Film vorgeworfen wurde, was ich so ein bisschen bestätigen kann, weil ich ja Battlefield Earth auch gesehen habe, es hat so ein bisschen einen Scientology-Beigeschmack. Also okay, ist der Will Smith vielleicht auch Scientology? Diese Symbolik spielt damit, das weiß ich nicht, ob der Will Smith, aber das wird dem Film, das ist auch im Wikipedia-Artikel dazu zu lesen, vorgeworfen. Ist nicht unumstritten und ich muss sagen, er hat einfach, wenn man ihn anschaut, einfach so einen unangenehmen Unterton. Ich kann nicht den Finger drauf legen, aber er vermittelt Sachen, mit denen man sich nicht wohlfühlt. Oder Werte oder so Einstellungen. Richtig, genau. So. Also es hat so. Und die Monster, schauen die alle sehr CGI-mäßig aus? Naja, kämpft nicht der kleine Junge, kämpft dann gegen einen Affen und den einen Außerirdischen, den sie dann auch mit ausgeworfen haben, schaut aus wie bei Starship Troopers, diese Außerirdischen. Ja. Aber es ist eine Abenteuergeschichte, der Kleine zieht halt los und überwindet seine Angst, blablabla. Aber prinzipiell einfach kein sehenswerter Film in keiner Beziehung. Also da sollte man sich lieber, wenn man auf sowas steht, eher Battlefield Earth anschauen. Ich würde sagen, ist ja auch der echte Sohn von Will Smith, ne? Ja, der schon echte Vater sein. Und der andere, der war schon eher zu empfehlen, der Europa-Report, auch 2013 rausgekommen und scheint mir aber auch irgendwie so ein englisches. Oh je. Du bist doch Flugmodus, oder? Ja, aber ich habe es dann noch irgendwo offen. 2013 rausgekommen und ja, ist schon ein amerikanischer Film, aber es spielen sehr viele europäische, englische Schauspieler mit. Wie zum Beispiel der Michael Nyquist, oder wie er heißt. Der hat schon im Original Produktion von der Millennium-Trilogie den Michael Blomqvist gespielt. Und den Schauspieler, den habe ich halt sehr gern, der schaut gut aus und so. Und diese in Mission Europa ist gedreht so als Footage. Um den Jupiter-Mond Europa? Oder? Ja, richtig, genau. Ja. Eine Expedition dorthin und die erste bemannte Raumfahrt dorthin. Und es wird gezeigt, das Footage, das heißt, einerseits siehst du die Wissenschaftler diese Mission vorbereiten, in so authentischen Fernsehinterviews und andererseits halt die Innenkameras dieses Raumschiffs. Das verleiht diesem Film halt so einen eigenen realistischen Look und das ist schon mal allein eine interessante Erzählweise und prinzipiell bleibt dieser Film sehr trocken, nüchtern und sehr authentisch. Am Anfang braucht er ein bisschen lang, bis er reinkommt in diese Erzählweise, weil am Anfang hast du halt sehr viel diese zwischengeschnittenen Interviews. Da hat sich halt der Regisseur gedacht, da habe ich jetzt ein Stilmittel und da reite ich mich jetzt aus und so. Hätte nicht sein müssen
Und die Handlung selber ist halt schon noch ein bisschen nach dem Prinzip, wir schicken einen Mann raus, der soll auf den Planeten und meistens kommen sie nicht zurück oder so. Man kann ihm vorwerfen, wäre es ein bisschen geradlinig. Mhm. Aber wenn man einen geradlinig gemachten Space-Film sehen möchte, der ein bisschen im Style den richtigen Ton trifft oder so und ein bisschen unentspannt, unamerikanisch wirkt, dann kann man sich den anschauen. Zumal auch die Schauspieler wirklich guten Job leisten. Aber geh mal zurück zur Themenliste, weil ich glaube, ich habe sogar auch irgendwas gepostet. Ja, du hast noch einen Link gepostet, nämlich von der Europython, das habe ich noch schon wieder. Ah, genau. Europython findet nächsten Sommer in 2014 in Berlin statt. Ich werde dort sein, also ich nehme an, ein ganzer Haufen Python-Leute aus Wien wird dort sein. Und ja, es ist schön, dass die Deutschen jetzt die Europython nach Deutschland geholt haben. Kann ich nur sehr empfehlen. Wir haben ja auch berichtet von der Europython Italien. Okay. 21. bis 27. Ja. Dann, was ist da noch? Historical Software, das hat da so ja, einen Link gepostet. Ja, das ist auch was Schönes aus Berlin, nämlich archiv.org. Also Link bitte in den Shownotes nachschauen. Ah, das habe ich mal angeschaut, da geht es um Spiele auch. Oder? Ja, da geht es um Spiele und zwar ist das, glaube ich, das Computerspielemuseum Berlin, aber es kann nicht sein, dass ich es verwechsel. Auf jeden Fall hat sich da eine Organisation Gedanken gemacht, wie konserviert man alte Spiele im Webzeitalter und anstatt da jetzt die also auf Hardware zu konservieren und MAME und so, haben sie praktisch einen Emulator gebaut, der im Webbrowser läuft und du kannst jetzt Elite und Joblifter und alte, wirklich alte Spiele noch aus der Videokonsole Ära kannst du jetzt sozusagen im Webbrowser spielen. Ich muss sagen, ganz hat es nicht hingehaut, weil mein Chromium-Browser, den ich verwende, hat irgendwelche Tasten so belegt gehabt für irgendwelche blöden Plugins oder extrem. Nein, es hat sofort funktioniert. Also keine speziellen Plugins. Also bei mir oder? Zumindest. Ich glaube, es war nicht einmal Flash-basiert. Also es dürfte schnell funktioniert haben. Aber ich muss mich mit meinen Tastenumstellungen befassen, weil einige Tastenkombinationen, ich habe dann dauernd den Tab gewechselt. Nein, danke. Also, ist nicht ganz, aber es ist wirklich genauso lahm und du merkst echt, wie schlecht Computerspiele damals waren. Aber damals war ich 12 Jahre alt, das war für mich in unserem Kopf waren sie genial. Das war das genial und jetzt denkst du das, ist mir jetzt Katze wird das aufgefallen. Meine Xbox 360 war kaputt, ich musste die erste Xbox anschließen. Ich habe Halo kurz nochmal angespielt, ich konnte nach 10 Minuten habe ich gedacht. War es dir nicht gut genug? Es war mir nicht mehr gut genug. Aber Halo war ja damals. Oh, das war Halo. Super toll. Und vom Commodore 64 muss jetzt gerade reden, der mir meine ganze Jugend geprägt hat, ja. So Pixel-Geschichten. Es ist halt rückwirkend ist das Ganze echt eine Enttäuschung. Aber ich meine, okay, die Seed-Sounds sind noch immer genial. Die sind noch unbestritten, die kann man sich anhören, jetzt noch anhören. Die Spieler, da muss man sich schon in die Stimmung bringen. Ja? Besonders auch der Schwierigkeitsgrad, teilweise wirklich über der jeglicher Frustration. Da braucht man die Energie der Jugend. Wir waren auch schwer damals, die Spiele. Aber es hat ja nichts gegeben. Ich meine, du weißt das, Jörg, es hat kein Internet gegeben, es hat zwei Fernsehprogramme gegeben. Eins war schlecht und in einem anderen war Sport. Ja. Und die Fantasie und besonders auch damals die Hoffnung. Du bist immer auch auf die Zukunft. In Horden in einem Wohnzimmer geguckt bei Freunden, wo die das gehabt haben und da haben halt reihum gespielt, bis einer das zusammengebracht hat. Und nicht nur gespielt, sondern auch gesammelt. Man hat alles gesammelt, egal ob man es braucht oder nicht. Man hat dann 300 Disketten mit 5000 Spielen gehabt. Und das Interessante ist auch, bei, zum Beispiel in Sachen Grafik oder so, damals habe ich mir ja zum Beispiel immer bessere Grafik gewünscht. Und, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wieder die alte Grafik zitiert wird und das Pixel Art verwendet wird. Also, wenn man und jetzt wo du auch, glaube ich, jeder jetzt sieht, dass eine Grafik nicht alles vom Spiel ausmacht, weil du hast grafisch bombastische Spiele, die einfach schlecht sind. Ja. Und manche Spiele, die am C64 gut waren, sind jetzt sogar noch gut von der Spielidee. Aber weil wir gerade über unsere Jugend reden, noch ein wichtiger Einwurf, ihr habt jetzt wieder einige Bücher gelesen zum Rise and Fall of Commodore 64 und Co. Wirklich auch genial ist, wenn man sich anschaut, wie eine Firma, die wirklich den Heimcomputermarkt dominiert hat, Milliardenumsätze geschrieben hat, dann stirbt. Ja. Damals hat ja jeder gedacht, das ist das Ding und das wird immer bleiben. Und jetzt rückblickend war das eine kleine Entwicklung und dann kommen neue Dinge und neue Dinge. Und sehr oft ist man genau in unserer Branche so besessen drauf, das ist das große Ding, da setze ich alles drauf. Und ich habe mittlerweile in meinem Leben schon oft rückwirkend gelernt, dass gewisse Sachen sich nicht durchsetzen werden. Es hat jahrelang wieder im Webbereich so einen Trend gegeben, Flash wird das große Ding. Man braucht nur mehr ihre Karriere aufgebaut. Man braucht nur mehr Flash-Programmierer, schmeißt alle anderen raus, du brauchst keine anderen Developer mit so Kinderskriptsprachen. Jetzt
wenn du jetzt Fleischprogrammierer bist, ist gut, wenn du Teller waschen kannst, vielleicht, so jetzt ganz drastisch ausgedrückt. Aber rückwirkend, diese Bücher über die Commodore 64-Szene und auch was da für Menschen tollste Spielefirmen gehabt haben, ja, die sind jetzt irgendwie unsunken oder so Heroes, die irgendwo so nebenbei vielleicht andere Dinge machen. Ein Rob Hubbard, genialer Composer, keine Ahnung, wo du jetzt herum... ein paar, gerade durch Kickstarter tauchen ein paar tauchen wieder auf, aber müssen haben ihre Fanbase von aber damals, sie müssen sich neu erfinden und können sich nicht auf ihren Lorbeeren oder Chris Hülsbeck. Ja, Chris Hülsbeck, ja. Oder wie auch immer. Die sind da, manchmal schaffen sie es nach Hollywood, zeigt einem, dass man eigentlich nicht stillstehen kann, auch in einer Branche, wo man sich denkt, man hat jetzt... Aber ich glaube, man muss gerade dadurch auch sehen, wenn du es schaffst, dir in einer gewissen Technologie-Bubble einen Namen aufzubauen, kannst du den dann schon in die nächste Technologie-Generation rübertragen. Sehr viel Glück irgendwie. Wenn du wirklich gut bist, schaffst du es. Und es ist auch so, nichts für die Ewigkeit. Denkst als 14-10-Jähriger, der Commodore 64, das ist das geilste Ding, das wird mich bis in die Pension. Oder man hat ja keine Verzeihung. Diese Denke muss man abstellen. Man muss eigentlich immer schon denken, was kommt danach. Ja. Oder deswegen hat mich das halt so, ich habe heute von der, es gibt ja diese OYA, diese Konsole. Ja, ja. Und da habe ich heute einen Artikel gelesen, wo die Chefin hat auf YouTube, also auf YouTube kann man sich das anschauen, ein 20-minütiges Interview. Und so die Tagline, die sie im Artikel gebracht haben, wir sind jung, wir machen Fehler, wir werden Fehler machen, aber wir bewegen uns schnell. Naja. Ja, das klingt jetzt was so sehr. Als Konsument nein, das klingt sehr bassmäßig, aber das ist halt so das Gegenteil von dieser IBM-Sache. So, wir haben ein Konzept, wir fahren das durch, wir sind die Firma oder so. Ob das jetzt der Heilsbringer ist, das ist auch nicht gesagt, weil einfach nur von Punkt zu Punkt hüpfen wird wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Aber es zeigt zumindest eine gewisse Strömung. In der Szene. Aber um das Ganze für mich jetzt abzuschließen, wer noch einen Commodore 64 und einen Amiga besessen hat, organisiert so euch ein paar Bücher über die Geschichte des C64 und des Amigas und man wird dann wirklich wehmütig. Also wenn man sentimentales Geek werden kann, dann mit diesen Büchern, weil auch da sind Geschichten, das ist einfach wirklich herzzerreißend. Also es ist echt. Also man zerstört dann auch ein bisschen seine eigene Jugend und sieht dann im Hintergrund, was dort alles passiert ist und man hat es besser in Erinnerung, als es dann war. Vor allem die Firmen haben da Dinge aufgeführt und das ist irgendwie traurig. Da hat man, werden schon tolle Computer vom Podest gestoßen. Mhm. Aber damit muss man leben. Also es irgendwie wird noch öfter so gehen vielleicht. Oder wir benutzen alle Samsung dann irgendwann. Es gibt ein sehr nettes Blogposting, das ich jetzt erzählen möchte. Ich werde es leider nicht mehr finden. Aber es ging darum, in Amerika gibt es ja Leute, die sammeln alte, original verschweißte Atari 800XL Cartridges. Also das war noch vor den Disketten. Das waren so Plastikdinger, die hinten in deine Spielkonsole reinpustet. Genau, dass der Staub rausgeht. Und da gibt es nämlich auch Geschichten dazu. Da haben gewisse Firmen dann Überproduktionen gehabt und die wurden dann vernichtet. Alles Mögliche. Auf jeden Fall, es gibt einen Markt für original verpackte Spiele-Cartridges aus den 80er Jahren. Und da gibt es Sammler und die sagen dann auf eBay, das riecht noch nach 80er Jahre, dieser Geruch, wenn du das frisch aus dem Plastik raustust und so. Special Feld. Und auf jeden Fall hat da einer lustig gepostet, er hat sich für irgendeine alte Spielkonsole Pitfall, das war eines dieser ersten Jump'n'Runs, kann man sagen, eigentlich überhaupt das erste Jump irgendwie Spiel, hat er jetzt das Original Konsole und Original Cartridge aus den 80ern und dann mit einem Freund und hat er das da ausgepackt und der hat gesagt, du hast da Pitfall gekauft auf E-Mail, das Pitfall, damals war ich jung, das war das coole Spiel. Und dann richten sie wirklich seine Konsole her und spielen das und hat so geschrieben, und so nach 3 Minuten, das Spiel war urschlecht. Ja, das Spiel war urschlecht. Also das merkst du erst dann Jahrzehnte später. Aber damals hat es eine schwingende Liane gehabt und du hast über eine Grube hüpfen können. Das war der Unique Selling Point von Pitfall. Das war halt damals genial, das hat es ja vorher nicht gegeben. Darum bin ich wieder der Freund, so das Brief an sich selbst in der Zukunft schicken. Vielleicht schreiben wir jetzt mal unsere Vorhersagen. Future Jörg. Für Windows 8, Apple und sonst wie oder andere Vorhersagen, einfach um seine Dings Moment, zu testen. Mit diesem E-Mail-Plugin wird das ja funktionieren. Bitte? Oder? Wie hast du gesagt, dieses Gmail-Plugin? Das Boomerang, Aber auch ansonsten wäre es interessant, um zu sagen, wird Windows noch in 5 Jahren so eine Marktdominanz haben oder nicht? Einfach um zu testen, wie clever bist du als, wenn du auch das fachliche Wissen der Zeit hast. Wie gut kannst du eine Transformation lösen? Ich hoffe mal nicht, ne?
Ja, ich bin jetzt auch Also ich muss sagen, skeptisch. In der Blogsphäre immer mehr so Postings, wo steht, ja, Windows muss jetzt sehr aufpassen, speziell weil Apple jetzt auch das neueste OS X gratis hergibt, zwar noch nicht Open Source, aber Windows ist jetzt, sind jetzt eigentlich die einzigen, die sowohl Closed Source als auch Geld verlangen für ihre Updates und jetzt im Zuge, weil jetzt Leute haben Apple, schon zwei Alternativen und Apple die neueste Version des Betriebssystems gratis rausgegeben hat, deswegen hat jetzt diese Story hochgezogen worden. Ja. Man kann es nur auch schauen, glaube ich, noch zu kurz, um abschließend was sagen zu können. Vielleicht erfindet sich ja Microsoft wieder neu oder macht was. Spannend wird es erst, wenn mein Papa über neue Windows oder Apple Updates redet, dann weiß man, das Ganze ist im Mainstream angekommen. Ja, erzähl doch einmal über deine Eltern, was, die waren nicht Internet-affin. Nein, überhaupt nicht. Wie hast du das gemacht? Die müssen ja auch 60 sein. Ja, mein Papa ist 70, der hat ein iPad bekommen zum Einstieg. Ja. Also das war sein erster Internetcomputer sozusagen? Das war genau das erste Computer-Device in dem Sinn. Sie haben vorher keinen Computer gehabt, kein Laptop, kein Internet? Er hatte einen Windows-Rechner und hat so seine Steuer gemacht. Ja. Aber naja, das war der zweite Neuanfang. Man muss auch sagen, das war eigentlich für meine Mutter der Neuanfang, die sich nie dafür interessiert, aber dann irgendwann begonnen mit ihren Freundinnen. Das Internet gibt es ja da draußen und da könnte man ja hin und her. Und seitdem sie sich dann das beigebracht hat, ist sie jetzt quasi auf Amazon und Co. unterwegs. Ja, und sie hat sich das am Tablet beigebracht, das ganze Surfen oder schon früher? Das war auf Umwegen mit einer Freundin, war sie auf einer Kur und hat dort 3 Wochen Zeit gehabt, also nachzudenken und haben in einem Computerkurs herumgetappt, wobei ich ja schon seit ewigen Zeiten eine Internetagentur habe und immer erzähle, was ich tue. Aber ich meine, deine Mama tut das auch Internet, ja? Aber naja, das Spannende ist ja dann wirklich, wenn man das merkt, wie so ein neues Medium aufgenommen wird. Ja. Also sie war auf jeden Fall vorher nicht Internet. Also genau, meine Mama ist ein gutes Beispiel, mein Papa ist ja eher näher dran, aber er hat das eher vielleicht er hat das eher als Mann genommen und zack, Wikipedia, schaue ich nach, brauche ich. Meine Mutter surft ja wirklich, wie Surfen als Begriff auch entsteht, von einem Link zum anderen, da gibt's was, da gibt's was. Sie kann man sich das anschauen und man merkt auch, wie so ein, sagen wir jetzt, ein neues Medium wie das Internet, was nicht ganz neu ist, aber für Österreich noch immer scheinbar, so ankommt, so, da kann ich ja Reisen direkt anschauen, ohne ins Reisebüro zu gehen. Also der klassische Home-Anwender Urlaubsorte anschauen. Genau, oder da kann ich ja ohne ins Geschäft zu gehen, 24 Stunden shoppen oder andere Sorgen, die Menschheit so hat, also oder gewisser Teil davon. Und da merkt man dann schon, okay, wenn es wirklich Mainstream wird, von alt bis jung, da ist ein großer Bruch in der Gesellschaft. Ja. Gewisse Medien oder Geschäftsmodelle müssen sich neu erfinden. Wobei bei den Jungen kommt mir diese Begeisterung gar nicht mehr so hervor. Die sind so, oder die sind auch ein bisschen so gelangweilt, so WhatsApp, irgendwas mit Blödsinn hin und her schicken. Die kapieren nicht die Magie, die dahinter steckt. Fingertips, Information at your fingertips. Meine Neffen spielen. Die wissen nicht mehr, wie es früher war. Die wissen nicht, wie es früher war. Denen zeige ich zwar immer irgendwelche Computerspiele oder auch, wie man ein Computerspiel programmiert, aber das ist vielleicht noch zu früh. Sie spielen zwar gern jeden Blödsinn, aber wenn ich ihnen zeige, okay, da ist jetzt ein kleines iPad, ein Skriptprogramm, wo du dir selbst ein Männchen von A nach B machen kannst und da musst du auch ein bisschen denken, das ist noch zu wenig spannend, ja. Was mich ja schon damals als 8-, 9-, 10-Jährigen hoch interessiert hat, Commodore 64. Ja, die Endlosschleife. Ready to Run, ja. Du hast Ready to Run, blink, blink. Microsoft. Und es gibt nichts und du hast jetzt irgendwie, dann gibt es kryptische Befehle, Load oder L hoch X und dann Dings. Da muss man ja auch sagen, haben sich die 64er Leute bis in das Treppchen über die Amiga-Leute gebaut. Weil die Amiga hatten nur die Hand mit der Diskette und was für ein doofer Computer am C64. Und wir haben gepokt und Peaks und ich habe als Jugendlicher mir im RAM irgendwelche Hex-Monitore installiert und habe da Dinge angeschaut, ich wusste gar nicht, was es ist. Habe dann gelernt, was sind Hex-Zahlen. Und mich in der Schule für Hexzahlen interessiert, die Lehrerin, was redest du? Ich war ja letztens schockiert. Ja. Ich habe gelesen, den Artikel Data Becker ist eingegangen. Die haben doch diese rot-weißen Bücher gehabt. Aber ich war deswegen schockiert, weil ich nicht gewusst habe, dass Data Becker eine Firma ist. Ich habe gedacht, Data Becker ist ein dickes Buch, wie viele Daten drin sind. Für mich war das ein sachlicher Begriff, wirklich. Weil das war damals allgegenwärtig. Also solche dicke Bücher hat es einfach damals mal gegeben. Aber dieser Gedankengang führt mich wieder zu deinem Kernthema. Wie bringt man Jugendliche
Programmieren bei. Programmieren bei, ja. Und führt sie einen Computer bei. Ja. Also ich muss auch aufgrund der Game City was sagen, was ich mir bis jetzt eigentlich urpeinlich als Einzelunternehmer nie ganz eingestanden habe. Es gibt Jugendliche, die nicht programmieren lernen wollen. Also der Markt ist begrenzt. Ich muss sagen, ja, es ist eh klar, wenn du jetzt irgendwas hast, was du ganz toll findest, gibt es auch Leute, die das nicht toll finden. Und ich habe jetzt immer noch auch für Wien keine Zahlen. Ich kann nur sagen, ich kann davon leben, dass ich Jugendlichen programmiere, aber ich habe auch ein Umfeld von einer 2-Millionen-Stadt und Umland, wo ich meine Kunden anziehe und ich bin nicht schweinereich. Aber es gibt auch Leute, die einfach nicht wollen. Ich sehe es zum Teil auch bei meinen eigenen Neffen. Ne? Ja. Die einer will und manche würden wollen und manche will einfach nicht. Der ist zufrieden, wenn er spielt und will jetzt auch nicht mehr. Aber das kann sich vielleicht später mal ändern. Aber ich glaube, das, was wir zwar erlebt haben, Jörg, wie wir in den 80ern aufgewachsen sind, dass ja normales Hobby war, dass du eine C64-Zeitschrift nimmst und tagelang Hexadezimalzahlen eingibst. Du nicht mehr. Ich habe mich schon gewundert, ich habe das in den Heften gesehen. Wir haben nur die Listen gesehen. Da haben wir auch Sklaven, die das machen. Aber das Coole war, wir haben ja nicht einmal kassiert, was das war, weil zum Teil waren das ja nicht irgendwelche Befehle, die du noch verstehst in dem Buch, sondern es waren einfach Datazeilen. Genau, es waren Crunch-Code oder komprimierter Code. Mit einer Prüfsumme. Und dann einen Monat später das nächste Heft mit der Fehlerkorrektur, weil es ja Druckfehler auch gehabt hat. Und das hast du brav eingetippt, nur damit du dann einen halbhinnigen Pac-Man oder Donkey Kong-Spiel hast. Das haben wir gemacht, das waren unsere Hobbys. Aber das war irgendwie extrem brutales Heranführen an einer Hochtechnologie, das war echt und nicht clever. Nur Hochtechnologie, sondern ich glaube auch an eine Work-Ethik, dass du weißt, dass für die Freude, ein gewisses Videospiel zu spielen, jetzt auch sehr viel Arbeit in Kauf nimmst. Was, glaube ich, die heutige Generation nicht hat. Oder ein Respekt. Wenn du sagst, jetzt tippst 20.000 Hexzahlen ab, damit du da eine kleine Runde Pac-Man spielen darfst, dann sagt er, das sicher nicht. Ne? Es war Respekt vor dem Device und vor dem Ganzen, was da abgeht, weil heutzutage ist natürlich super, du gehst in irgendeinen Store, holst dir ein Spiel. Da gibt es irgendeine Flash-Spiele-Seite und spielt das sofort. Soll sein, aber das Witzige ist, wir haben uns eher genähert von einer völlig technischen Seite und dann haben wir gespielt. Ja. Und jetzt wird gespielt und manche schaffen auch den Sprung. Aber nach wie vor, witzig, nämlich von der technischen Seite, aber auch mit viel Unverstand. Weil diese Pokes und Peaks, die ich eingegeben habe, die habe ich ja, ich habe das wie Zaubermagie-Formel eingegeben und dann haben die was Sachen gemacht, das war super. Aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, nicht jedes Kind mag einen Wecker zerlegen und schauen, wie er funktioniert oder haut mit dem Hammer das Radio kaputt und schaut, wo ist der kleine Zwerg, der drinnen spricht. Und manche Kinder machen es und ich würde sagen, die Hälfte wird das, wenn der Lehrer gut ist oder der Eltern das fördert, wird das sehr gern machen. Und ein Viertel macht es von selber und ein Viertel macht es gar nicht. Das ist meine Argumentation. Es ist keine Frage der Zeit und der Technik oder so, weil dann hast du heute auch den Raspberry oder andere Technologien und du kannst dir auch heute das erschließen irgendwie. Aber meine ketzerische Frage ist trotzdem, in der Schule musste ich noch Latein lernen. Ich habe mich immer gefragt, Papa, warum muss ich das lernen? Und wenn so du Arzt wärst. Dann hat es immer geheißen, keine Ahnung. Was wäre heute besser oder schlechter, wenn junge Kinder einfach auch Technik und solche Sachen programmieren lernen würden? Manche würden sagen, das ist ja wie Latein, das brauche ich nicht. Nur es wäre natürlich auch ein radikaler Schritt, aber du hättest ein bisschen mehr Verständnis und ganz wünschen würde ich mir immer noch den Computerführerschein gibt es ja, der ist ja völlig zu was verkommen, was ich gar nicht will, aber so ein Grundverständnis, was im Internet abgeht und wie bediene ich das Internet, würde ich mir für ganz viele Kunden wünschen, weil da werden Dinge oft gefordert und getan, die da ist kein Verständnis da, es wird das Internet bedient wie ein Massenmedium, es ist ein Massenmedium, aber die Menschen verstehen die grundlegendsten Dinge dahinter nicht. Von Security-Problemen, wann ist eine Seite fehlerhaft und gibt dir Schadcode, bis zu was ist ein Mobile-Device und was sind Auflösungen und eine Website kann nicht überall gleich ausschauen oder warum ist eine Ladezeit da. Also es sind viel so kleine Dinge, die wir jetzt irgendwie gar nicht mehr erklären können, weil wir sie reflektieren. Oder vielleicht auch bei diesen Phishing und Geschichten, wenn dir PayPal die 27. Warnung schickt, ihr Konto wurde gehackt und oben steht dann Ruski-Seite XY und die Seite schaut aber aus wie PayPal. Für das uns leicht zu erkennen, aber für wenig Geübte. Aber trotzdem, das lernst du in der Schule noch immer nicht, oder? Nicht. Also was ich da einwerfen kann, ist ein bisschen Eigenwerbung jetzt. Also ich biete im Raum Wien zumindest jeder Schule an, dass ich in die Schule gehe und dort eine kleine 2-Stunden-Workshop mache. Meistens tut man damit Scratch programmieren, also dass die Kinder überhaupt sehen, wie tut man ein bisschen programmieren. Und ich kann nur sagen,
Das würden viele Kinder nicht von selbst machen, wenn der Lehrer das jetzt nicht anbietet oder so, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, dem das dann nicht gefallen hat. Ja. Also das kann ich schon sagen. Man also muss ja nicht mittun, sondern das einmal gehört zu haben. Nein, und da tut dann halt ein bisschen herum und manche machen das, das merke ich dann schon, wenn ich einen zweiten Workshop mache, manche sagen dann, ja, ich habe am Wochenende das und das gemacht und manche machen das halt aber nachher nicht mehr. Ja, meine, und eine Strategie kann es sein, Programmieren zu zeigen, ist ja nur Mittel zum Zweck. Man programmiert ja, um ein geiles Spiel zu machen oder eine Videoanimation oder irgendwie den Rap-Song. Und dem Rap-Musiker kannst du sagen, hey, mit dem Computer schneidest du deine Rap-Lieder zusammen. Den YouTuber, der nur auf YouTube seine 10.000 Fans hat, da gibt es ja auch mittlerweile ganz eine Szene, dem zeigst du, hey, das kannst du so und für dich nutzen. So als Mittel der Kreativitätsmaschine. Genau. Ja, genau. Das stimmt. Dass und man so das vielleicht mehr vor Augen halten muss. Das ist ja allgemein ein Motivationsziel, dass wenn, ja, du, wenn du die Leute begeistern kannst für ein Ziel, dann sind sie auch sehr bereit, einen sehr steinigen Weg zu dem Ziel ins Kauf zu nehmen. Und wenn sie sagst, so, das lernt sie jetzt, weil das ist Latein, das wirst du später, ja, mal brauchen, also dann ist dir das nicht so klar. Wenn es wahrscheinlich wäre genau es gescheiter in jeder Lateinklasse, dass jeder mal im Gericht da von irgendeinem Juristen sieht oder beim Arzt, in seinen blutigen Körper eingreifen darf. Aber und dann sagst du, möchtest du das wirklich machen, musst du ein bisschen Latein lernen. Der Autor vom Kleinen Prinzen hatte diesen Spruch geprägt, wenn du den Menschen die Leidenschaft für das Reisen oder für auch immer was impfen willst, dann zeige ihnen, wie man ein Schiff baut und nicht was anderes. Das muss man dann googeln, der Satz fällt mir nicht ein. Es geht darum, dann erzähl ihnen von fernen Ländern und genau, nicht erzähl ihnen, wie man ein Schiff baut. Genau, erzähl ihnen die Vision und nicht jetzt wie sie... Und genau, dorthin wollen, dann bauen sie auf das Schiff. Zielorientiert und das Big Picture, ja, und nicht so das ist das Tool und 1, 2, 3. Ich meine, es ist nichts dagegen, ein Tool ordentlich zu unterrichten, aber es sollte einem klar sein, wozu ich ein Tool brauche. Und das ist aber, glaube ich, allgemein im Schulwesen, dass du auch bei Mathematik jetzt das oft nicht checkst, wozu brauche ich das. Ja. Drum Kahn und Co., das ist alles, ja, sehr dings. Aber trotzdem, wie lange müssen wir hier noch debattieren in Podcasts über die Bildungspolitik? Wir leben ja beide von der Unwissenheit der Leute. Ja. Das ist ein Geschäftsmodell, was man damit erreichen kann. Wird auch ein Podcast. Das Medium aber für die bessere wenn in Volksschulen Commodore Basic unterrichtet wird als ausgestorbene Sprache, dann wow, haben wir es erreicht. Das Latein des kleinen Mannes. Ja. Pink und Poke. Pink und Poke. Und wozu muss ich das lernen, Papa? Das lernst du jetzt. Gusch. Genau. Das habe auch ich schon. Also, damit du Pitfall spielen kannst. Genau, dekliniere. Was waren die und drei besten Spiele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D. Oder auch die Leute, die noch die Zahlen von... immer verdoppeln können, so typisches Geek-Wissen, 1, 2, 4, ja, die Potenzen von 2, 16, 16, 16, 32. Also was ich sagen 64. kann, ist ganz konkret vom EDV-Unterrichten, weil ich das lang genug gemacht habe, wenn ich versucht habe, Leuten Hexzahlen beizubringen, die jetzt prinzipiell nichts wissen wollten und speziell, ja, nicht wissen wollten, was Hexzahlen sind, und die haben gefragt, Herr Jens, was braucht man das? Dann habe ich gesagt, schauen Sie, Web, Farbmodell, ne? Ja. Wollen Sie eine schöne bunte Webseite, da muss, ja, man halt sich ein bisschen mit Hexzahlen auch beschäftigen, dass ich die Farbe da zusammenmischen kann. Und das hat ihnen dann schon gefallen. Vor allem das Coole ist, dann haben sie plötzlich mit Hexzahlen umgehen können, auch wenn sie nicht kapiert haben, was Hexzahlen, ja, sind. Aber sie haben gecheckt, aha, wenn ich das verfärbt, wird es ein bisschen weniger rot. Fährt, und das interessiert, ja, sie dann schon. Ne? Und man versteht dann T-Shirts wie I drink my coffee hash 000. Ja, wie auch immer für 060. Ja. Man versteht auch diese Nerdwitze. Oder ein T-Shirt, das ich habe, der ist nur Place like 127.001. Ja, das sind halt auch Bildung auf einem anderen Niveau. Ja, ich bin ausgequasselt, aber... Ja, ja, wir alle, glaube ich, oder? Ja. Ja. Auf jeden Fall, also nächste Woche, wenn Sie wieder einschalten, Biertaucher Podcast unter biertaucher.at, gibt es hoffentlich ein Skype-Interview oder ähnliches mit Jörg, wo er von den vielen tollen Events in Wien erzählt, die er besucht, während wir Wiener das nicht mitkriegen und in unserem trödeligen normalen Live umeinander hängen. Ich werde über das Humble Bundle erzählen. Ja. Ich werde das nachholen. Und ich werde hoffentlich irgendwann wieder mal was Wirkliches erleben, über das ich berichten kann. Wir hoffen und verabschieden uns. Tschüss, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Gibt es ein Bitcoin-Update? Noch nicht, aber vielleicht, wenn es reintrudelt. Sie merken es eh, wann jetzt noch was kommt, genau, dann ist es das Bitcoin-Update. Dann hören Sie es. Tschüssi, cheerio. We'll be right back.
chinesisches Preisfeuerwerk. Erster Bitcoin-ATM der Welt gelauncht. Bitcoin-Lösegeld-Trojaner. Weitere 144.000 Bitcoins von Silk Road beschlagnahmt. Die Schweiz prüft, ob Bitcoin ein Schneeballsystem ist. Core Development Update Nummer 5. Coinbase iOS App. Hedgefund Manager empfiehlt, Bitcoins zu kaufen. True Crypt Follow-up. Bitcoin offiziell im niederländischen Wörterbuch. Lieferverzug bei Tresor. Diese Folge 49 findet ihr unter bitcoinupdate.com.